Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Velo Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und heute treffen wir uns an einem Sonntag, was schon außergewöhnlich ist. Und heute sind es nicht nur der liebe Christian. Guten Abend, lieber Christian. Ja, hallo. Und wir haben heute eine, ich glaube, der Begriff Illuster wird für solche Abende wie heute gemacht. Ist Illuster oder Illustre? Illuster, du bist der Fachmann für Sprache. Illustre Runde. Ja, aber für solch ein illustren Abend, nennen wir es so, gemacht, aber deswegen reden wir auch gar nicht so viel. Guten Abend wünsche ich dem lieben Frank. Hallo, schönen guten Abend. Dem lieben Andreas. Hallo, schönen guten Abend aus dem Münsterland. Und aus dem schönen, weiten, entfernten der Hansestadt Hamburg, der liebe Harald. Ja, moin. Moin. Ich wollte euch eigentlich alphabetisch vorstellen. Jetzt, weil ich habe mir lange überlegt, in welcher Reihenfolge, und dann dachte ich alphabetisch. Und jetzt habe ich das erste schon verkackt. Ich hoffe, das ist das letzte, was ich verkackt heute. Warum seid ihr hier? Ich wurde gezwungen. Du bist gezwungen? Andreas wurde genötigt und Harald bedroht. Ich hatte nichts Besseres vor. Ach. Genau. Wie, spielt heute keine Band in Hamburg? Kann doch nicht sein. Ja, jetzt wo du sagst, tschüss. Es geht um London, Edinburgh, London. Diesem nicht minder illustren Rennen. Komm. Ist es ein Rennen? Ist es eine Veranstaltung? Nein, kein Rennen. Kein Rennen. Ich sabbel einfach mal dazwischen. Nein, kein Rennen. Nenn das nicht Rennen. Sondern? Eine Fahrt. Eine Fahrt, okay. Eine Tour. Eine Tour in England, alle 4 Jahre stattfindend. Das letzte Mal 2013 war es auch so ein bisschen der Anfang von unserem Podcast. Zumindest im Format Velo Snack, weil damals der Markus mitgefahren ist und wir vorher und hinterher eine Sendung gemacht haben und dann gedacht haben, das passt ja ganz gut. Und 2013 war das und 2017 seid ihr drei mitgefahren. Ja, richtig. Ja. Was? Also, Christian, du warst auch angemeldet und hast dann kurzfristig aus den besten Gründen, die man haben kann, dann gesagt, ich mach's doch nicht. Ja, ich bereue es im Nachhinein ein bisschen, aber okay, so ist es nun mal. Ja, ich fand deine Beweggründe so ehrlich und so vernünftig, dass du jetzt natürlich nach der Sendung wahrscheinlich ein bisschen ins Taschentuch weinen wirst, aber trotzdem, das ist die richtige Entscheidung. Ich bin jetzt schon am Weinen. Also bald wieder die Chance. Ja, genau. Also, wie sagte eine der Bands, die Harald und ich, glaube ich, mögen, so jung kommen wir nicht mehr zusammen, aber irgendwann gibt es wieder ein London, Edinburgh, London. Ist doch ganz einfach. Ich habe als ersten Punkt bei uns in der Tagesordnung sozusagen Vorstellung der Gäste. Und ich habe mir überlegt, ihr kennt euch ja zumindest untereinander so ein bisschen, ob das vielleicht nett wäre, wenn der eine was den anderen vorstellt. Ihr braucht ja nicht, also es geht nicht um Schulabschluss und erste Liebe, aber so ein kleines bisschen. Harald, such du dir mal einen aus, den du vorstellen möchtest. Dann muss ich Andreas vorstellen, weil wenn überhaupt, bin ich Andreas am häufigsten begegnet. Okay, dann sag mal was. Immer mir. Mal wieder irgendwie auf kürzeren oder längeren Strecken. Wir sind uns gerne mal. Wie heißt denn die Ecke bei euch da hinten? Nicht Münsterland. Wo waren wir? Freckenhorst und Co. Freckenhorst. Das ist Münsterland. Das ist. Okay, im Münsterland. Da sind wir uns auch schon begegnet und sind auch schon irgendwie lustige Touren ohne Garmin und irgendwas rumgeeiert, weil die Geräte versagten. Und also wir haben schon ein paar Kilometer zusammen irgendwie miteinander hinter uns gebracht. Witzigerweise nicht in England, sondern irgendwo nur in Deutschland. Und ja, und ansonsten ist das halt ein entspannter Mensch, mit dem kann man prima zusammenfahren. Das macht im Übrigen Laune. Das ist irgendwie, meistens sitzt er auf der Liege, man guckt also nach schräg unten, wenn man mit ihm schnackt und angenehm. Mache ich gerne. Andreas, dann hast du jetzt sozusagen den Staffelstab und sag uns das, was du über Frank weißt. Und wenn es nicht viel ist, ja, egal. Ähnlich wie ich treibt er sich beruflich in der Softwarewelt herum und da braucht man Ausgleich. Das kennt er vom Klettern einerseits, soweit ich viel ich weiß, und so lustige Sachen wie Eisklettern und gescheiterte Touren in den Himalaya habe ich mal am Rande mitbekommen. Also schon alles höchst spannend.
Aber wenn das nicht funktioniert, dann bleibt immer noch das Fahrrad. Und dann hat er sich mal irgendwann auch mit dem Mut der, nicht der Verzweiflung, mit dem Mut des Spaßes, der Freude aufs Rad gesetzt und ist irgendwie in Richtung Norden gefahren und wieder zurück oder andersrum. Das weiß ich nicht mehr so genau. Und ich glaube, dann war der Langstreckenvirus ja gesetzt und ist auch nicht wieder aus ihm herauszutreiben. Mhm. Ich kenne ihn eigentlich, kennengelernt habe ich ihn irgendwann per Twitter, wie das, glaube ich, bei uns allen, fast allen der Fall sein dürfte. Mhm. Und ja, ich hatte noch nicht das Vergnügen, mit ihm zusammen zu fahren. Das hat sich bis jetzt überhaupt noch gar nicht ergeben. Ich glaube aber auch, dass das gut funktionieren würde, auch wenn er viel, viel schneller ist als ich. Aufgeschoben ist noch nicht aufgehoben. Protokoll streichen, was ich gerade fragen wollte. Dann sagt jetzt der Frank noch was über den Harald, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich muss Andreas gleich korrigieren. Ich habe keinen über Twitter kennengelernt. Ich habe alle über Strava kennengelernt. Ach. Echt? Und zwar der erste Streit. Oh Gott. Aber Markus, haben wir schon mal drüber gesprochen, hat mich quasi zu Strava gebracht, weil ich sonst nicht so ein Typ bin, der gern online alles trackt. Und da hat mir gefallen, dass ich Leute kennengelernt habe, die irgendwie wirklich Freude am Radfahren haben und nicht das Drumherum. Und das hat mir, und so bin ich eigentlich dazugekommen. Und so habe ich auch Andreas kennengelernt. Und zwar über den Avatar ist der mir sehr aufgefallen, weil ich rauskriegen musste, was das für ein komisches Ding ist. Nett. Und Harald ähnlich, ja, dass er sehr aktiv bei Strava ist, das habe ich den auch kennengelernt. Und dann habe ich aber mit Harald, glaube ich, schon ein bisschen intensiveren Kontakt gepflegt, weil wir hier und da mal Ware gemeinsam bestellt haben oder ausgetauscht haben. Meine ersten Spikes waren von Harald. Da kam die Empfehlung, solche Geschichten. Okay. Und dann haben wir uns tatsächlich erstmalig und bisher auch zum letzten Mal in London getroffen. Und was ich auch weiß, ich glaube, er arbeitet irgendwie 2 Stunden am Tag bei irgendeiner IT-Bude da, bei irgendeinem Verlag. Den Rest der Zeit muss er irgendwie Radfahren. Ja, also 2 Stunden, aber nur an den Tagen, an denen er Vollzeit da ist, ne? Ja, genau. Und da hängt er eigentlich aber auch nur bei Facebook oder Instagram rum. Ja, und ja. Den größten Fanclub, den er hat, habe ich auch mal kennengelernt. Seine Kinder, seine Frau. Also bisher sehr, sehr angenehm. Ja. So, Timmer, dann stelle ich dich jetzt noch vor, ja? Ja, bitte. Hört einfach die letzten Velo-Snack-Folgen nach. Wenn ihr Neuhörer heute auch seid, dann wisst ihr das über den Christian und dann wisst ihr auch was über den anderen Christian, nämlich mich, weil wir sind eigentlich heute ja nur Staffage. Ja, danke. Das klang alles ganz gut. Mit den 2 Stunden, dass er 2 Stunden nur arbeitet, das bezweifle ich ein bisschen. Irgendwie kriegt er das, ich weiß auch nicht. Ich glaube auch, dass der Harald aus dem Paralleluniversum kommt, wo der Tag einfach 30 Stunden hat. Um das zu korrigieren, also 2 Stunden sind meine Mittagspause in der Firma. Dann hast du wahrscheinlich eine Zeitblase. Ich habe meine aufgebraucht und du hast noch welche. Ja, und dann noch ein bisschen Arbeiten drumherum. Ich habe einen guten Job, der mir auch ein bisschen Zeit lässt. Du bist einfach sehr effizient. Das auch, natürlich. Die sind ja alle nur neidisch. Nee, nicht neidisch, ich bin gar nicht neidisch. Ich gönne es dir von Herzen. So rum muss man das sehen. Und ihr habt euch dann irgendwann, ich weiß von Markus noch und auch von dir, Christian, dass es so ein relativ aktives Forum bei Facebook oder eine Gruppe bei Facebook gibt, die sich auf London, Edinburgh, London bezieht. Und da habt ihr euch da vorher auch so eingebracht, das war's, was ich gesucht habe, das Wort. Wart ihr da auch aktiv oder wie habt ihr euch? Also ich für meinen Teil nicht. Mhm. Was einfach daran liegt, dass ich Facebook ablehne, da habe ich keine Chance, da reinzukommen. Manchmal hilft mir Harald und schickt mir einen Screenshot. Aber nein, also von meiner Seite ganz kurz konnte ich mich nicht einbringen, wollte ich nicht. Ja, ich hatte einen Austausch mit den anderen beiden, das war auch hilfreich. Okay, hattet ihr also so eine eigene Austausch? Wie habt ihr das per E-Mail oder wie habt ihr das gestaltet? Oder wie macht man das? Wie macht die jungen Leute das heutzutage? Also, ich habe hauptsächlich Twitter benutzt und Telefon. Okay. Dafür ist das da. Ja, ja. ihr Andreas, Harald? Also ich habe mich auf Facebook nicht eingebracht. Ich habe die Gruppe, die internationale, die von den Veranstaltern halt auch angeführt wird, natürlich verfolgt, um wichtige Dinge mitzubekommen. Das war im Nachhinein auch durchaus zu der einen oder anderen Geschichte relativ wichtig, weil dort Informationen früher flossen als über andere Kanäle oder ausschließlich dort flossen.
Aber eingebracht habe ich mich da auch nicht. Für mich ist Facebook auch nur so ein Ding am Rande, hauptsächlich wegen Radgeschichten tatsächlich. Und ich wusste schon sehr, sehr lange, dass ich genau im letzten Jahr eigentlich Lel würde fahren wollen. Da war ich relativ fokussiert drauf, weil es zu einem früheren geplanten Termin schon mal nicht funktioniert hatte, rein zeitlich und trainingstechnisch nicht. So stand das für mich schon relativ lange fest. Okay. Wir haben jetzt schon zwei, drei Mal Lel oder London Abroad London. Harald, du hast gesagt, es ist eine Fahrt. Seht ihr das alle so? Seht ihr das alles als Fahrt oder und nicht als Rennen? Oder beschreib mal für die, die noch nie was davon gehört haben, was es ist. Oder Christian, beschreib du das doch mal, du als Außenstehender. Ich als Unbeleckter? Ja, genau. Wie du es dir vorstellst, und dann können die anderen die Korrektur machen. Ja, gut. Es gibt bestimmt auch Leute, die das als Rennen betrachten, aber das ist natürlich wieder ein ganz anderer Charakter. Also ich würde es eher als eine, ja, irgendwie eine mehrtägige Reise betrachten. Okay. Und ja, wobei es gibt, glaube ich, auch ein Zeitlimit, also wenn man in ein Zeitlimit bleiben will. Und es sind ja insgesamt 1400 Kilometer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und Zeitlimit, sind das 4 oder 5 Tage? Ich weiß es gar nicht mehr genau. 116 Stunden. 116, okay. Wobei das vom Start. Wer hat als erstes den Taschenrechner rausgeholt? Bitte? Wobei das vom Start abhängig. Ich hatte 100 Stunden. Ja, das ist aber die Ausnahme für die Leute, die eigentlich sich vorgenommen haben, etwas schneller zu fahren und dann auch eine frühere Startzeit buchen konnten. Also es ist eigentlich eine tipptopp Langstreckenveranstaltung, die dem Geiste nach so der Brevet-Landschaft zuzuordnen ist. Und Brevet sind halt die als nicht, als nein, die als nicht Rennen, das sind Langstreckenfahrten, die nicht im Kopf nicht als Rennen ablaufen, sondern als Reise. Der Begriff Reise traf es also gerade auch schon ganz gut von Christian oder Tour, wie Harald es nennt. Und für mich war es eigentlich mehr so ein, ja, so ein Langstrecken-Ultra-Erlebnis. Das ist auch das, was mich an diesen Fahrten reizt. Man ist einfach lange Zeit weg von der normalen Welt und geht mit seinem eigenen Körper durch die Welt. Mhm. Habt ihr sowas, also alle drei, was war so die längste Strecke, die ihr vorher gefahren seid? Ich weiß, glaube ich, von also vom Harald, der sitzt mehr auf dem Fahrrad als auf dem Stuhl. Aber was war so die längste Veranstaltung und Fahrt, Reise, Rennen, nehmen wir das mal einfach alles synonym, die ihr vorher im Vorfeld gemacht habt, sei es im Training oder bei einer anderen Veranstaltung? Ich bin schon mal 1000 Kilometer nahezu ohne größere Pause irgendwie gefahren. Mhm. Und halt auch mal im Jahr kurz vor London, Edinburgh, London, bin ich halt auch mal gut 750 komplett an einem Stück gefahren, ohne größere Pause. Also ohne daher größere sowieso. Pause? Was wettest du als größere Pause? Nur weil also als große Pause meine ich tatsächlich ernsthaft schlafen. Wo ich sage, so jetzt hier, ich packe irgendwelche Klamotten aus, ich lege mich hin und schlafe jetzt mal mehrere Stunden. Mhm. Diese 750 Kilometer, das war von Hamburg nach Berlin und wieder zurück, das habe ich mit nur mal so kurzen 20 Minuten Powernaps in der Bushaltestelle hinter mich gebracht. Wäre ja schon nichts für mich. Für mich ist ein Zelten schon eine Qual. Frank, was? Ja, aber je weniger man schläft, desto eher ist man zu Hause meistens. Ja, so gesehen. Aber das wurde hat mir letztens auch was für sich. Letztens hat mir jemand auf der Autobahn fahrend das Argument gebracht, das wäre kein stichhaltiges Argument. als ich meinte, ich habe nur noch wenige Liter Sprit im Tank, was soll ich machen? Ich fahr jetzt so schnell es geht, dann bin ich am schnellsten zu Hause. Dann meinte der Herr Timmer zu mir, das wäre irgendwo hätte ich einen Denkfehler. Also das gebe ich jetzt mal weiter, Harald. Also so ganz schlüssig klingt das, ist das anscheinend nicht. Hä? Doch schon, das passt schon. Ja, ja, okay. Frank, was war das Längste, was du vorher gefahren bist? So, 500er bin ich vorher mal gefahren. Okay. Ich bin, Andreas hat es völlig angedeutet, genau, ich bin von der Ostsee nach Hause gefahren. Das sind so ein bisschen was über 500 Kilometer. Länger bin ich vorher nie gefahren. Ostsee nach Hause, wo ist denn zu Hause, wenn ich fragen darf? In Thüringen, bei Jena wohne ich. Hm, okay.
ich fahre Rennrad noch nicht so lange oder überhaupt Ähnliches von einem Rennrad. Ich komme vom Bergsteigen an sich, Klettern und Mountainbike als Hobby. Und zum 40. vor jetzt knapp 4 Jahren habe ich mir mein Rennrad zugelegt. Und so kam es. Okay. Also 500, also 1000, also sagen wir mal schon ein Großteil der Strecke beim Harald, 500 beim Frank. Andreas, du mit der, mit, ja, du bist ja auch, das muss man vielleicht dazu sagen, das wissen ja die meisten wahrscheinlich nicht, du bist ja nicht nur auf dem normalen Rad, sondern auch auf der Liege, wie es Harald eben andeutet, unterwegs. Ja, also ich fahre auf Langstrecke tatsächlich nahezu ausschließlich Liegerad. Das ist einfach sau bequem, für mich zumindest. Man hat wenig Sattelbeschwerden. Andere körperliche Beschwerden können auf Langstrecke immer dazukommen. Meine längste Distanz vorher am Stück waren irgendwie 634 Kilometer, also klassischer 600er mit morgens zum Start. Mhm. Ja, treibe mich seit einigen Jahren auf Brevets herum, vorher auf privaten Langstrecken, so immer zwischen 200, 300, 400 Kilometer. Ich sag mal so 200 ist schön, ab 300 macht es richtig Spaß. Außer diesem 600er ein, zwei, dreimal habe ich mal in 4 Tagen knappe 900 gemacht, also einfach eine schöne Radreise, morgens frühstücken aufs Fahrrad, abends schlafen und Abendbrot essen und am nächsten Morgen das gleiche von vorne. Dabei kommen halt bei mir dann meistens auch so um die 200, zwischen 200 und 300 Kilometer zusammen. Mhm. Also pro Tag dann? Pro Tag. Mhm. Das ist ganz gut. Das geht halt auch durchaus so 3, 4, 5 Tage am Stück. Wo ihr jetzt alle so, sagen wir mal, Eintouriserfahrungen zwischen 500, 600 oder maximal dann auch 1000 hattet, wie kam es dann zu dem Gedanken bei euch, das ist so ein Ding, es gibt ja jetzt mehrere Veranstaltungen, die solche Strecken, oder mindestens noch Paris, Brest-Paris, dann soll es ja im nächsten Jahr auch so eine Deutschlandgeschichte geben, die Langstrecke ist. Aber woher kam der Wille, okay, ich möchte dahin nach London, Edinburgh, London? Also dass das so nach dem Motto, das ist jetzt das, was ich mir da ausgesucht habe für so etwas, für eine Langstreckenerfahrung. Naja, ich finde es relativ einfach. Es ist naheliegend, weil es eine der großen Veranstaltungen ist. Und es ist halt irgendwie irgendwo hier in Westeuropa. Es ist halt nicht so ewig weit weg. Für mich war das irgendwie eine relativ naheliegende Geschichte. Und daran zu kommen war halt auch noch relativ einfach. Also ich hatte meinen Startplatz schon ziemlich frühzeitig sicher, weil sie, um einen Film über die 2013er Ausgabe machen zu können, ein Crowdfunding organisiert haben. Und ein Teil der Prämien bestand halt darin, dass man automatisch eine Startplatzgarantie für 2017 hatte. Und dementsprechend, ich wusste eben schon, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, 2015 oder so, dass ich mitfahren würde. So habe ich das auch gemacht. Mhm. Ich auch. Und, ja. Du auch, glaube ich, Timmer, oder? Ja. Nee, ich hatte mich nicht an diesem Film beteiligt. Ich hatte, ich glaube, ein Jahr oder 2 Jahre vorher 100 Pfund überwiesen. Ich weiß gar nicht mehr, zu welchem Anlass. Und dadurch mir auch einen Startplatz gesichert. Ja, sie hatten halt einige Plätze am Anfang eben auf dem Wege vergeben, um halt eine Vorfinanzierung irgendwie machen zu können. Ah, okay. Das war die Idee dahinter. Also die Lage, also große Veranstaltungen, da aus der Erfahrung, Erfahrung, die Veranstalter hatten, also mehrfach schon stattgefunden, sind natürlich schlüssige Gründe. Gab es irgendwie eine Affinität zu England bei irgendeinem von euch? Also zumindest für mich wäre das zum Beispiel so ein Grund gewesen, das so etwas zu machen. Ich war der Hauptgrund, Markus. Markus hat mich geschwärmt. Ja, ist gefahren, hat gesagt, das wäre alles toll. Dann kam diese Crowdfunding-Kampagne, die Harald gerade angesprochen hat. Mhm. Und da habe ich gesagt, oh, ich bezahle da jetzt erstmal, das wird schon irgendwie hingehen dann. Weil da, zu der maligen Zeit hatte ich eh noch kein Rad. Und da habe ich mir die Strecke angeguckt und die Bilder. Ich finde, das ist landschaftlich schön, ja. Da muss man mal hin. Denkst du einmal dran, beim Fallschirmspringen Fallschirm mitnehmen, ne? Also nicht beim Fallschirmspringen entscheiden und noch keinen Fallschirm haben oder so etwas, ja? Ja, schön. Also was machst du denn dann, was überlegst du dann als nächstes? Irgendwie durch den Kanal schwimmen und noch keine Badehose haben oder irgendwie sowas? So. Ach, das geht ja ohne Badehose, ist eh so kalt. Ja, stimmt. Also ohne Rad angemeldet und mit Rad hingefahren. Genau, ich bin dann mit Rad hingefahren. Andreas, was sprach bei dir dafür? Also was so bei dir der? Ja, ich warum da? Hatte schon lange Spaß und Begehren nach richtig langen Strecken und bin 2009 über den ein oder anderen Bericht gestolpert. Und 2009,
ich sag mal so, wir hatten dieses Jahr auch interessantes Wetter, aber 2009 war besonders interessantes Wetter. Mhm. Und trotz alledem fand ich die Berichte so faszinierend und auch die Erlebnisbeschreibungen und die Beschreibungen des Geistes der Veranstaltung an sich, wie an den Kontrollen mit den Fahrern umgegangen wurde, was es an Erlebnissen auf der Strecke zwischendurch gab. Das fand ich dermaßen genial, dass ich mir gedacht habe, also wenn du mal so ein über Tausender fahren willst bei einer organisierten Veranstaltung, dann steht das ganz oben auf deiner Liste. Okay. Und dann wollte ich eigentlich 2013 fahren, war aber einfach überhaupt noch nicht so weit, beintechnisch und konditionstechnisch. Und hab's dann mich frühzeitig auch gar nicht erst um einen Startplatz bemüht. Aber dann stand natürlich, seit dem Zeitpunkt stand fest, dass ich 2017 würde fahren wollen. Und habe dann auch gezielt, bin dann angefangen, Brevets zu fahren, ab 2014, um mich ein bisschen wirklich auch gezielter Termine zu haben, bei denen man tatsächlich lange fährt. Denn ohne Termin fällt mir das häufig schwer. Dann ist hier was, dann ist da was, dann ist was im Job, dann ist was in der Familie. Mit so ein paar Dates im Jahr geht das besser. Also, dass man wirklich so verpflichtet, sich sehr, das wird ja oft empfohlen, grundsätzlich bei Training auch, ne, sich selbst Verpflichtungen schaffen durch Terminlegung, durch Gruppenfahrten und so weiter. Warum hattest du das ausgesucht, Christian, ursprünglich? Ja, es ist eigentlich als, wird ja als Brevet bezeichnet, hat aber die Besonderheit, was einen normalen Brevet ein bisschen unbequem macht, dass es da regelmäßige Verpflegungen gibt. Also irgendwie so ungefähr alle 90 Kilometer gibt es Verpflegungspunkt, wo man sich ja kostenlos eindecken kann und auch schlafen kann, und das ist vielleicht noch so eine Besonderheit von der Veranstaltung. Und und die Landschaft ist natürlich auch ein Highlight. Also dir ging es nur ums Essen? Im Grunde ja. Also, aber nicht den falschen Eindruck aufkommen lassen. Also kostenlos ist der Spaß nicht. Also man bezahlt schon ganz ordentlich dafür. Ich glaube, ich habe um die 420 Euro oder so waren es, glaube ich, die wir dafür bezahlt haben am Ende. Also am Ende ist alles inklusive, das ist richtig. Aber ich finde, kostenlos trifft nicht so ganz drauf zu dann. Gut, wenn man die Startgebühren erstmal überwunden hat, ja, das stimmt. Ja, ja, dann, klar. Aber die Startgebühren finanzieren natürlich die Verpflegung dann mit vor Ort. Mhm. Ja, also genau. Am Ende stimmt es so, ich habe halt während der Tour zum Beispiel exakt überhaupt kein Geld ausgegeben. Exakt überhaupt das kein war Geld. Exakt überhaupt keins. Also das ist eine Formulierung, die gefällt mir jetzt ausgesprochen gut. Die notiere ich gerade schon. Exakt sehr gut. Überhaupt kein Geld. Man muss ja, was ist das Problem? Also, ich bin halt mit ein bisschen Geld losgefahren, immer so, wer weiß, was passiert. Ich brauchte aber unterwegs exakt überhaupt kein Geld, weil alles vor Ort in den Verpflegungen halt irgendwie ausreichend zur Verfügung stand. Also da Kaffee, gab's halt, also guter Kaffee. Kaffee in England passt nicht, das habe ich ungefähr, nachdem ich an der ersten Verpflegung gesehen hatte, dass das halt irgendwie nur so Instant-Kaffee ist, bin ich dann auf Tee umgestiegen. Ja, ich auch. Okay. Also ich fand auch, ich muss auch sagen, im Nachgang, der Preis ist sehr, sehr fair für die Leistung, die man bekommt. Okay, also 420 ist eine Nummer, aber ne, ich rechne das mal hoch einfach, ne? Wenn ich hier bei rund um Köln, sagen wir mal, ich weiß gar nicht mehr genau, was das Startgeld ist, ein Fuffi für irgendwie 4 Stunden bezahle, wenn ich das hochrechne, seid ihr besser weggekommen. Ja, Preis pro Stunde ist sehr okay. Und du kannst ja ausrechnen, wie viel wir gegessen haben bei den Kilometern. Ja, ja. Die können ja noch froh sein, dass der Christian seinen Startplatz nicht wahrgenommen hat, sonst wären die Defizit rausgegangen. Genau, dann wären die Karten neu gemischt worden. Ja. Naja, das ist einigen so ergangen. Also es gab auch irgendwie einige Kontrollen, wenn dann irgendwie ein großer Pulk ankam, die hatten massive Probleme. Also da wurde von berichtet, dass die am Ende gar nichts mehr hatten, irgendwie nicht mehr mal Milch zum Tee. Da gab es dann wohl nur noch Teebeutel und warmes Wasser, zeitweise jedenfalls. Also zwischenzeitlich waren sie dann irgendwie logistisch ein bisschen überfordert. Wisst ihr, wie viel Ausrichtung das jetzt war? Nö, ich nicht. Schon einige Zeit jedenfalls. Aber es ist jetzt noch nicht so lange so groß. Ich glaube, 2009 war, glaube ich, die erste, die richtig groß war. Hätte ich jetzt auch vermutet. Deswegen davor war das richtig ein kleines groß ja auch Ding. Relativ ist, oder, Andreas? Ja, im Vergleich jetzt zu Paris, man kann das mal einordnen, bei diesem anderen großen Ding, was irgendwie jeder Langstreckler gefühlt mal meint, gefahren haben zu müssen, Paris, Brest, Paris, starten
jetzt inzwischen so um die 5.500 Fahrerinnen und Fahrer. Und bei London, Edinburgh, London waren wir jetzt zu etwas über 1.500. Das ist natürlich schon nochmal ein Größenordnungsunterschied. Ja, das würde ich auch so sehen. Und ich finde auch, ohne Paris, Presse Paris irgendwie in irgendeiner Weise schlecht machen zu wollen, also ich habe da viel zu wenig Informationen drüber, aber ich finde auch, dass die englische Veranstaltung ein bisschen mehr Charme hat, wie auch immer das begründet sein mag und wie auch immer dieser Eindruck bei mir entstanden ist. Also ich finde, die charmantere Veranstaltung. Ich glaube, dass das täuscht. Ja? Weil wenn man mit Leuten spricht, die Paris, Presse Paris gefahren sind, die sind auch hellauf begeistert. An der ganzen Strecke ist, die ganze Strecke ist eine einzige Partymeile quasi. Die Begeisterung für diese Fahrten in Frankreich ist so groß. Das muss auch ein Heidenspaß sein. Aber es ist natürlich ein völlig anderer Charakter. Mhm. Bei PBP wird man selten wirklich völlig alleine auf der Straße sein. Bei London, Edinburgh, London ist das fast der Normalfall, es sei denn, man fährt explizit in größeren Gruppen mit. Also ich war zum Beispiel halbe Tage lang alleine auf der Straße. Mhm. Okay. Olaf Staubeck zum Beispiel, der beides auch schon gefahren ist, hat, finde ich, für mich eine ganz gute Einordnung gemacht. Ja. London, Edinburgh, London beschreibt er so, das ist sozusagen die Abenteuertour und Paris, Brest, Paris ist die Partytour. Ja, einfach so, das ist so die Charakter der verschiedenen Veranstaltungen. Also ich denke, die haben Ähnlichkeiten, einfach irgendwie Streckenlänge und irgendwie ein paar Höhenmeter und dass man es auf dem Rad zurücklegt. Aber ansonsten, was einen vor Ort erwartet, wie das organisiert ist, wie die Struktur ist, das ist anscheinend bei beiden gänzlich unterschiedlich. Wenn es läuft, werde ich das in 2 Jahren bestätigen können oder halt irgendwie sagen, nö, ist doch ganz in 1,5 Jahren bestätigen können oder sagen können, nö, ist doch ganz anders. Da ich aber auch mehr der Abenteuertyp bin, trifft es ja dann richtig zu, dass ich das eine, charmanter finde. Ja. Ja. Danke, so. Versuchen wir mal irgendwo uns so ein bisschen an dem roten Faden, den ich mal ursprünglich versucht hatte zu kreieren, langzangeln. Anmeldungen haben wir besprochen, wie es gelaufen ist. Dann ab dem Zeitpunkt, wo die Anmeldung gelaufen ist, war es ja schon durchaus noch ein bisschen was hin. Wie verbringt man diese 1,5, 2, 3 Jahre in der Vorbereitung? Also arbeiten. Das Geld verdienen, um die 420 Euro zu lassen. Kälteschlaf. Nee, aber Punkt Material, Gepäck, habt ihr da viel rumgedoktert oder rumgetestet oder drüber nachgedacht? Christian, du hast dir ja auch vorher Gedanken gemacht, was du da mitnehmen willst. Ist das so ein Punkt, der einen die ganze Zeit beschäftigt oder sagt man am Anfang einmal so, das ist und das steht und da wird nichts drumherum getestet, das wird schon funktionieren? Ach, das ist noch so lange hin, denkt man sich die meiste Zeit. Und dann einen Monat vorher fängt man an zu grübeln. Oder, ja gut, vielleicht auch 2 Monate vorher. So war es bei mir. Bei euch? Wie war dieser Prozess? Also ich habe schon drüber nachgedacht, was ich so am Material vielleicht schrauben muss. Also ich hatte... Ja, du musst dir ein Rad anschaffen. Also. Ja, das war dann da. Ja. Und aber 4 Wochen vor dem Start dieses Rennens hatte der Rahmen Risse. Oh. Und der musste zurück umgetauscht werden. Was ja 4 Wochen klingt erstmal viel, aber es ist auch nicht so selbstverständlich, dass er schnell mal getauscht wird und alles wieder läuft. Mhm. Hat aber sehr gut geklappt, also super Unterstützung vom Hersteller. Aber wenn du sagst, so Anbauteile, Taschen und so Zeug, braucht man ja so ein bisschen was, ja, dass man mal ein Taschentuch einstecken kann oder eine Zahnbürste. Über sowas habe ich mir schon Gedanken gemacht, weil das für mich halt auch relativ neu war, das ein oder andere auszuprobieren, hier und da Tipps gekriegt, ja, dank Harald, Andreas, so, das war schon, fand ich wichtig und da auch mal hinzugucken. Das lief so peu à peu, ich habe jetzt nicht ausprobiert, ich habe halt eins genommen und das ging oder das ging nicht. Die größte Angst bei mir war, das war Resultat des 500ers, Schmerzen im Nacken, weil ich hatte massive Probleme im Nacken. Und das konnte ich aber in London ausgrenzen. Ich habe so ein paar Gegenübungen mir beigebracht und habe da nie wieder Probleme gehabt. Okay. Für was für ein Fahrrad hattest du dich denn dann entschlossen? Also wurde man das? Also ich habe einen Carbon-Rennradrahmen. Ja. Ich weiß nicht, wie ich das in der Öffentlichkeit sagen kann. Den habe ich auch noch gewonnen. Gewonnen? Das ist schlimm. Also ich hatte vorher auch einen Carbon-Rahmen. Ich baue meine Räder mal selber und auch dieses. Und dann hat sich aber durch Zufall, durch ein Online-Magazin, was ich erstmalig freigeschaltet habe, gab es halt so ein Gewinnspiel. Und da habe ich mich mal eingetragen, wie man das manchmal so macht.
Und da habe ich das Rennrad gewonnen, was in einem gänzlich sehr guten Zustand war, auch mit meinen Wunschteilen. Und dann habe ich das andere wieder abgegeben und bin auf dem geblieben. Das habe ich dann auch ein bisschen erweitert. Bitte? Ja, was ist das jetzt für ein Rad? Also, das ist ein Canyon. Ach so, ja, ist ja nichts Verwerfliches. Also, ich bin sehr zufrieden damit. Ja, und der Carbon ist sowieso so mein Wunschmaterial meistens. Aber man muss halt ein bisschen schrauben, weil beispielsweise ich habe einen Aero geformten Lenker, inklusive Vorbau und alles, wird es zum Beispiel sehr schwierig, Auflieger zu kriegen und sowas. Aber auch da muss ich nochmal Canyon leben. Die haben sich mit mir in der Prototypenphase, haben wir welche entwickelt und ich durfte die da testen und fahren. Also okay. Locker. Will ich nicht missen, muss ich sagen, bin ich vorher nie gefahren. Bei so einer Langstrecke fand ich das sehr angenehm. Also insofern, ich habe mir auf jeden Fall hier und da schon Gedanken gemacht, was nehme ich mit, was ist das richtige Licht, solche Geschichten. Was für einen Sattel hast du montiert? Brooks, und zwar ein C13 habe ich gefahren, nach vielen Experimenten. Okay. Also wund war ich trotzdem, wehgewahren hat es auch, aber es war auszuhalten. Welche Hose? Das waren so die Fragen, die mich besonders interessiert haben. Hose und... Ja, warte. Eigentlich war mein Plan, eine Rafferhose zu fahren, weil der Einsatz ist mein Liebling. Aufgrund des beschissenen Wetters, man kann es eigentlich nicht anders sagen, bin ich irgendwann auf eine Knielange umgestiegen unterwegs. Die ist von La Passionata oder so heißen die, glaube ich. Also du hattest zwei Hosen mit. Ja, genau, ich hatte extra noch. Und die bin ich dann zu Ende gefahren. Harald, Fahrrad, welches Pferd hast du aus dem Stall gelassen für die Veranstaltung? mein damals neuestes oder auch immer noch neuestes. Ich hatte mir quasi zu London, Edinburgh, London ein Rad bauen lassen aus Titan. Und das ist glücklicherweise dann auch relativ kurz vorher, 4-5 Wochen vorher, hatte ich es dann endlich auch irgendwie unter meiner Verwaltung. Und ja, mit dem bin ich gefahren und das war großartig. Das passte hervorragend. Es war Maßrahmen. Also es war jetzt, du hast dir keine, also ich hätte an deiner Stelle die Sorge gehabt, 4 Wochen vorher ein Rad zuerst zu bekommen, was ich dann 1400 Kilometer bewegen muss, passt das auch so hundertprozentig. Aber ich glaube, wenn ich das war so auf dich zugeschnitten, brauchst du keine große Sorge haben. Ich habe da eh keine große Sorge, weil ich da, glaube ich, ziemlich anpassungsfähig bin. Also Maßrahmen würde man sowas bestimmt nennen. Am Ende bedeutet das in dem Fall, dass ich ein paar Mal irgendwo mich selber zu Hause mit dem Zollstock ausgemessen habe und die Daten irgendwie durch die Republik geschickt habe. Und dann hat Matthias da halt irgendwie das Rad gebaut. Das passt halt irgendwie ganz gut und ist prima, aber das ist jetzt nicht so aufwendig und hin und her, dass da irgendwie viel Zauber drum gemacht worden wäre. Ja. Wäre auch gar nicht mein Ding gewesen. Also ich habe jetzt ihm gesagt, mach das irgendwie so und mach das Oberrohr möglichst waagerecht. Das war mir wichtig. Und der Rest, den hat er dann schon irgendwie ziemlich gut zusammengebaut und ich fühle mich auf dem Rad sehr, sehr wohl. Das läuft ganz hervorragend. Sattel, auch bei dir die Frage, Sattel und Hose? Ist bei mir auch ein C13, wobei ich auf dem Rad den mit dem Ausschnitt fahre und ich bin London, Edinburgh, London mit irgendwelchen Hosen gefahren, ich habe 2 gefahren, die lange weiß ich gar nicht mehr, was für eine das war. Nö, weiß ich tatsächlich nicht. Und eine Zeit, oder die überwiegende Zeit bin ich tatsächlich nur diese von Craft, gibt es eine quasi nur eine Unterhose mit einem dünnen Polster. Ja, die kenne ich auch. Die bin ich die meiste Zeit gefahren und auch sehr gut damit. Und mittlerweile bin ich auf dem Rad so dran gewöhnt, ich behaupte, ich fahre solche Strecken mittlerweile auch ohne Polster. Krass. Also Sattel und Hintern passen so hervorragend zusammen, dass das irgendwie, da brauche ich nicht mehr. Nee, ist ja super. Sehr beneidenswert. Ja, ja. Super, definitiv. Super. Also, das ist quasi fast wie Liegeradfahren, so stelle ich es mir jedenfalls vor. Gehen wir mal weiter, Andreas. Sattel, Hose und Rad. Ja, Sattel, Hose und Rad ist bei mir natürlich lustig. Also offensichtlich fahre ich das erprobteste Material. Mein aktuelles Langstreckenliegerad. Ach so, Entschuldigung, ich unterbreche ungern. Aber du bist auf der Liege das auch gefahren, ne? Also das, ja, natürlich. Werden bei diesen Langstreckenrennen, weil es gibt ja auch Veranstaltungen, die schließen das aus. Also ist das gang und gäbe, das ist kein Problem? In der Brevet-Szene sind Liegeräder eigentlich recht gerne gesehen. Okay. Sie haben auch zum Beispiel bei Paris-Brest-Paris gibt es eigene Startblöcke für Spezialräder. Auf den Langstrecken sind ja auch
ganz viele unterschiedliche Konstrukte unterwegs. Da sind ja auch zum Teil Handbiker unterwegs, also bei Paris-Brest-Paris zumindest. Es sind diese Elliptigos unterwegs, auf denen man steht und so eine elliptische Tretbewegung ausübt, aber im Stehen. Das erinnert dann mehr so ein bisschen ans Laufen. Also eigentlich ist das in der Langstreckenszene, ist das mit den Liegen überhaupt gar kein Thema. Es ist sehr, sehr schön. Auch an den Brevet-Startorten ist man immer gern gesehen und man ist natürlich auch bekannt wie ein bunter Hund. Ne? Also wenn das Münsterländer High Racer Geschwader zum Niederrhein fährt, um bei einem Brevet mitzufahren, dann ist man, weiß immer sofort jeder, wer das ist und ach ja, die Liegeradfahrer wieder. Dann kennst du auch wahrscheinlich bei Velomobilen steigert sich das dann noch, also bei diesen vollverkleideten Liegerädern, da ist man noch bekannter und man noch ist noch auffälliger. Nein, das ist schon ganz schön. Dann kennst du bestimmt noch den Peter Felten, oder? Ja, ist ja keine sagt Idee. Mir jetzt vom Namen her nicht im Hinterstübchen was, aber ich verbinde da jetzt keine Person mit, ehrlich gesagt. Nee, und ja, okay, dann ist Hose und Sattel bei dir natürlich eine Fragestellung, die der Sattel oder der Sitz, auf dem du sitzt, ist der irgendwie gepolstert oder hast du ein Kissen mit dabei? Das ist, es gibt ganz viele unterschiedliche, so viele unterschiedliche Liegeradkonzepte, wie es gibt, so viele unterschiedliche Sitzkonzepte gibt es. Meins ist mein Rad ist ein explizites Rennrad. Mhm. Das läuft auf großen Laufrädern. Vorne wie hinten, in der Standardbestückung bei mir auch ganz normal 2x28 Zoll. Hat einen relativ flachen, aus Liegerennradsicht allerdings durchaus auch gemäßigten Sitzwinkel. Man liegt also nicht völlig flach, sondern hat noch eine relativ natürliche Kopfhaltung. Und es ist auch ein Carbonrad. Das heißt, nackt mit normaler Alltagsausstattung liegt das ganze Ding so bei knapp unter 12 Kilo. Das ist nicht super leicht, aber es ist auch nicht super schwer. Zumal ich auch mit Scheibenbremsen, Nabendynamo und nicht allzu leichter Schaltung unterwegs war und unterwegs bin. Der Sitz ist sehr, sehr schmal bei mir. Der liegt nur auf dem Hauptrahmen auf und endet quasi im Rücken. Ist der nicht breiter als, der Sitz ist so 20-25 Zentimeter breit. Und lässt zum Beispiel auch im Schulterbereich die Schulterblätter komplett frei, sodass man sehr befreit liegt und quasi ganz, ganz wenig Gefahr läuft, irgendwelche Druckstellen sich einzuhandeln, was halt auf dem Liegeradsitz ganz genauso funktioniert wie auf dem Sattel auch. Es ist halt nur an anderen Stellen. Ja. Aber das Rad ist sehr Langstrecken erprobt. Ich habe das 2012 bekommen, als ganz kurzfristig gelieferte Ersatz für einen Rad mit Rahmenbruch. Das war damals für den Flash. Da habe ich auch vier Wochen vor der Veranstaltung habe ich das Rad bekommen und seitdem ist es mein absolutes Lieblingsrad. Mhm. Du hast jetzt schon gesagt, du bist mit Nabendynamo und Disc unterwegs. Harald, du auch mit Nabendynamo? Mhm. Und ohne möchte ich sowas gar nicht mehr fahren. Weil? Strom ist immer irgendwie notwendig und sei es nur für das Licht. Und ich habe keine Lust, mir noch mehr Gedanken machen zu müssen, wie viele Powerbanks ich mitschleppe und oder wo ich mal wieder noch irgendwie nachladen kann. Nö, also Dynamo ist bei mir eigentlich mittlerweile an nahezu jedem Rad irgendwie verbaut. Frank, bei dir auch? Nee, ich war komplett ohne Dynamo, nur mit Powerbanks unterwegs. Und ich kann das, was Harald gerade sagt, nur unterstreichen. Du musst halt jedes Ding mitdenken. Mhm. Also bei mir ist es dann sofort dazu gereift, beim nächsten Mal muss das anders werden. Disc oder Felgenbremse? Felgen. Felgenbremse? Was vor allem an optischen Gründen liegt. Bin ich der größte Unterstützer dieser Aussage. Also ich bin da... Ja, aber muss man dazu sagen, ja, das ist ja an sich ein klassisches Rennrad, leicht, schnell. Dafür ist das gebaut. Für eine Langstrecke, also da würde ich wahrscheinlich eher auf Disc setzen, wenn ich eins bauen würde. Aber bei mir gab es das halt, das war da und das musste herhalten. Okay. Wie viel Powerbanks also auch hast bei vielen Wechseln und so. Und die Gummis, die schleifen ganz schön runter auf so einer langen Strecke. Also man muss ganz schön viel basteln auch. Wie viel Powerbanks hast du unterwegs geschleppt? Warte, lass mich überlegen. Ich hatte zwei große Powerbanks mit. Die machen, glaube ich, 15.000 mAh oder irgend sowas. Und noch zwei kleine mit, die habe ich nicht gebraucht. Okay, aber man will ja nicht einfach halt einen Haufen Batterien für Licht. Ne? Mhm.
Harald, was bei deiner Konstruktion, bei deiner Elektroinstallation da sozusagen, du hast irgendwo ein USB, also die Lampen werden durch den Dynamo geliehen und du hast irgendwo einen USB-Port, wo du den Rest noch laden kannst? Genau, ich kann theoretisch, wenn das Licht aus ist, kann ich halt noch über einen USB-Port zum Beispiel den Garmin laden. Das funktioniert gut. Was über diesen, das Ding heißt The Plug, was darüber nicht so gut funktioniert, ist zum Beispiel das Handy zu laden. Das Handy zieht einfach so viel Strom, dass der irgendwie nicht hinterherkommt. Und immer wenn man zum Beispiel, also man müsste kontinuierlich zügig fahren, damit das irgendwie halbwegs funktioniert. Und bei jedem Stoppen runterbremsen müssen, warum auch immer, meldet sich das Handy, dass jetzt wieder der Strom weg ist, dann kommt der Strom zurück, dann schreit das Handy, juhu, jetzt kriege ich wieder ganz viel Strom und dann geht der Plug wieder in die Knie, weil er irgendwie sagt, nee, das ist mir jetzt ein bisschen zu viel auf einmal. Also das macht keinen Spaß. Ob ich unterwegs eine Powerbank damit irgendwie geladen bekomme, weiß ich gar nicht, aber das ist mir jetzt mittlerweile auch gar nicht mehr so wichtig. Wäre jetzt auch mein Gedanke gewesen, ne? Eine Powerbank über den USB-Port laden und dann später das Telefon von der Powerbank wie sozusagen wieder, ne, den Strom. Aber ist halt auch Heckmeck, was man eigentlich nicht haben möchte. Also ich bin tatsächlich noch jemand, der aber auch noch Powerbanks mitschleppt, so ist es nicht. Das liegt halt einfach daran, dass ich auch sicherstellen will, dass das Handy halt irgendwie immer Saft hat. Das ist mir halt dann an der ganzen Stelle eben auch noch relativ wichtig. Ja, nachvollziehbar. Also ich hatte Netz und doppelten Boden, Gürtel und Hosenträger mit, stromversorgungsmäßig. Ja. Also ich fahre solange ich Langstrecke fahre, auch jedes Rad mit Nabendynamo, weil mir das gute Licht und das immer funktionierende Licht einfach viel wichtiger ist als ein elegantes Erscheinungsbild oder das letzte Gramm Gewicht. Aber es gibt natürlich Technik, die man mitschlört. Garmin, Ersatz-Garmin, Telefon, Kamera, alles braucht Strom. Ich hatte auch zwar mir noch rechtzeitig vorher mich endgültig mal dazu durchgerungen, so einen USB-Lader zu nehmen. Ich habe den NC17 App Connect schlussendlich mit mir geführt. Der hat den Vorteil, dass er selber noch mit einem relativ dicken Puffer-Akku kommt. Der hat quasi eine integrierte Powerbank mit etwas über 3000 mAh, sodass dieses Problem, wenn man das Telefon lädt, es ständig zu diesen An- und Aus-Effekten kommt, auch wenn man bergauf fährt, dass es zu diesem Problem gar nicht kommen kann, weil eigentlich der eigentliche Ladevorgang immer aus dem Akku geschieht und der Dynamo immer in den Akku reinlädt. Mhm. Hat perfekt funktioniert bei Lel. Ich bin sehr, sehr angetan von dem Gerät. Ich hatte aber auch trotzdem in einer meiner Taschen eine 10.000 mAh Powerbank fürs Telefon, weil das war mir ein bisschen wackelig. Der Lader war für den Garmin eigentlich hauptsächlich reserviert und fürs Licht halt. Und ich wusste nicht, ob es fürs Telefon und für Kameras halt eben ausreicht. Und dann fuhr ich auch noch mit elektrischer Schaltung, sodass auch da noch Strombedarf drohte. So habe ich lieber mal noch eine Powerbank mit mir rumgeschlört und hatte auch Ersatz-Powerbanks sogar an den Backdrops. Da hast du einen Hänger mitgenommen. Nein, es gibt ja bei Lel diese wunderbare Möglichkeit oder bei vielen Veranstaltungen, dass man an bestimmten Kontrollen Ersatzklamottenbeutel hinterlegen kann. Und ich hatte halt eine Powerbank in zwei Beuteln. Aber wie gesagt, auch hauptsächlich wegen Telefon und Kamera. Fahren hätte ich auf jeden Fall auch so gekonnt. Das war mir auch wichtig. Markus hat ja damals mehrere Wochen und Zeiträume hinterher Probleme mit seinen Händen und der Schalt aufgrund des vielen Schaltens gehabt. Du, Andreas, hat das schon gesagt, du warst elektrisch unterwegs. Also mit einer am Liegerad wird sich natürlich eine E-Tab anbieten. So ist es auch, ja. Ja. Harald, du glaube ich auch, oder? Ja, ich bin auch mit E-Tab unterwegs, aber ich hatte hinterher trotzdem noch ein halbes Jahr massive Probleme mit den Händen. Also das hat das Schalten jetzt irgendwie nicht gelöst. Das macht es bestimmt einfacher, wenn du dann halt irgendwie nur durch so ein leichtes Antippen noch schalten kannst. Aber die eigentlichen Probleme, denke ich, das sind halt eher Druckprobleme, die eben nicht durch das Schalten, sondern eben durch das sich ständig irgendwie auf den Armen abstützen oder auf den Händen abstützen herrühren. Frank, also von daher, Bremsen macht viel aus. Ja, Bremsen. Ja.
Nee, ich war mechanisch unterwegs, Christian. Hattest du... Habe auch keine Probleme mit den Händen, überhaupt nicht. Meine einzigsten richtigen Probleme im Nachgang waren Füße vor allem. Und das schiebe ich auf die kleinen Klickpedalen. Okay. Also ich fahre besonders kleine Auflieger, die klassische, so wie XTR oder wer das kennt. Also da hatte ich wirklich ein halbes Jahr, glaube ich, zu kämpfen, bis die Füße wieder da waren. Die waren taub. Christian, siehst aber du mal... Hände nicht. Der eine an den Füßen, ja, der andere an den Händen. Was wir dir erspart haben, so muss man es mal sehen. Ja, ich möchte gar nicht wissen, wie es meinen Händen nachher gegangen wäre. Das Ding nennt sich ja Ulnar-Nerv. Also das muss wohl das oft ein Problem sein bei den meisten Leuten, die Probleme mit den Händen haben. Aber du hattest jetzt, nachdem du die anderen Handschuhe gehabt hattest, hattest du nicht wieder Probleme, ne? Ja gut, ich hatte die Handschuhe, aber bin danach keine längere Strecke mehr gefahren. Kann ich so genau gar nicht sagen. Dann müssen wir was weiter fahren. Also ich würde denken, Handschuhe können darauf Einfluss nehmen, aber die können das Problem nicht grundsätzlich beheben. Also das ist, denke ich, eher eine Frage der Sitzhaltung grundsätzlich. Also klar, aber man kann Handschuhe haben, die einfach tödlich sind für einen selber und für die eigenen Hände. Weil ich hatte mal ein paar Handschuhe, damit konnte ich am Liegerad, da liegen die Hände ja nur ganz locker auf dem Lenker auf und müssen nichts halten oder abstützen. Halbe Stunde fahren, Nervenprobleme. Da lag eine Polsternaht an einer ganz unglücklichen Stelle für meine Hand. Die Handschuhe waren unerträglich. Das Problem bei den ganzen Langstreckengeschichten ist ja, man hat wenig Chancen zu testen. Denn man fährt nicht so oft 600 oder mehr Kilometer. Ich bin in der Vorbereitung auf Lell etliches an Langstrecken gefahren, aber halt eben auch nur einen 600er. Und die echten Probleme, die auftreten, die kommen jenseits der 600 Kilometer. Ist genau der Punkt, der eigentlich auf der nächste auf der Liste wäre. Also entweder du hast die Liste sehr gut gelernt und wirst zum Überleitungsgott der Folge erklärt, oder es war ein sehr, sehr glücklicher Zufall. So körperliche Voraussetzungen, Training habe ich das mal genannt. Habt ihr euch so trainingstechnisch auch irgendwie darauf vorbereitet? Nein. Also, oder kann man das überhaupt? Also, man könnte es ja, aber wenn, also. Es gibt ja Leute, die beweisen, dass man es kann, sagen wir mal so. Mhm. Aber ich glaube, ich spreche. Aber es gibt auch Leute, die beweisen, dass es auch ohne geht. Ja, genau. Und dazu gehören die meisten hier dazu. Also ich habe den Eindruck, Andreas, Harald und insbesondere über mich, weil selber weiß ich es, ich fahre aus Freude am Radfahren draußen unterwegs sein. Also ich würde da nicht trainieren wollen. Ja. Da bin ich halt langsamer, na und? Genau. Ja, bin ich halt langsamer, da bin ich ja auch ein großer Freund von. Aber nichtsdestotrotz bedarf es ja einer gewissen körperlichen Voraussetzung, um 1400 Kilometer in x Tagen zu fahren. Ich sehe das sehr gut. Du weißt, wir sind intelligent genug, wir wissen, auf was wir uns einlassen. Ja? Man kann nicht dabei draufgehen und musst du halt zurückdrehen, wenn es nicht schief geht. Aber es muss irgendwie dazu passen. Das heißt, ich muss natürlich im Vorfeld ein paar Kilometer irgendwie mal gefahren sein. Aber jetzt spezifisch dafür trainieren. Unter Trainieren verstehe ich, ich mache mir Gedanken darüber, was will ich schaffen, wo will ich hin, wie oft muss ich, muss dann einen Zeitplan verfolgen. Das mache ich nicht. Ich fahre einfach Rad. Mhm. Und wenn ich Langrad fahren will, muss ich halt ein bisschen mehr Rad fahren. So, fertig. Mhm, okay. Ja, das ist so meine Philosophie. Gesunde Philosophie, wie ich finde. Aber hattet ihr zu irgendeinem Zeitpunkt in der, ich würde es, wenn man es jetzt ein Training nennen würde, Vorbereitung nennen, aber in eurem Zeitraum Spaß auf dem Rad davor, irgendwann mal so Zweifel, dass ihr das körperlich schaffen könntet? Oder, ja, oder so Bedenken? Ja. Nö. Ich hatte im Vorfeld ganz große, zunehmend dann weniger und irgendwann war ich sehr zuversichtlich, dass ich schaffen würde. Ich war mir nur nicht über die möglichen Zeitziele im Klaren. Mhm. Ich hatte das Problem, für mich ist 2016 radtechnisch quasi aus Langstreckensicht ausgefallen, aus privaten Gründen. Ich bin wieder mit Radfahren eingestiegen, eigentlich erst so zum Spätsommer, Sommer, Spätsommer, wieder wirklich aufs Rad gekommen. Bin dann zwar noch Hamburg-Berlin gefahren. Das ist immer so eine Herbstfahrt, Anfang Oktober, 280 Kilometer. Da wusste ich, dass ich zumindest auch solche Strecken würde wieder fahren können. Das hat auch gut funktioniert. Hab dann aber auch mir trotzdem keinen Trainingsplan gemacht. Ich bin einfach viel gefahren. Ich bin im Winter viel gefahren, sehr langsam, fast ausschließlich mit einem Fatbike über etliche Monate. Also von nach Hamburg-Berlin bin ich bis Ende Januar ausschließlich Fatbike gefahren, also untypisch aufrecht und sehr langsam, ohne auf den Tacho zu gucken, ohne auf die Kilometer zu gucken, einfach immer so oft wie es möglich war aufs Rad.
um mich wieder daran zu gewöhnen. Und dann kam irgendwann die Brevet-Serie, die habe ich auch relativ ausführlich ausfallen lassen 2017. Bin so alles gefahren, was in der Gegend zu fahren war, inklusive mit Anreise auf eigener Achse und am nächsten Tag zurück gegen ekligen Wind und so. So Wetterabhärtung ist ein Thema, wenn man London, Edinburgh, London fahren will. Stopp, das hört man auch. Ganz kurz. Wetterabhärtung, die Person, die ich eben erwähnt hatte, Peter Felten, ist das, ich weiß nicht, ob einer von euch das kennt, das Arctic Ultra Race. Ja. Gefahren. Der ist im Vorfeld in Badehose Langlaufski gefahren. Ja, es muss auch bekloppte Menschen geben. Nur, Einschub. Kommst du gar nicht vorwärts, alle Fragen waren unterwegs. Einschub beendet an dieser Stelle. Sorry für die Unterbrechung. Also der Punkt ist, Langstrecke geschieht im Kopf. Man braucht die körperlichen Voraussetzungen, aber es ist, ob man das zu Ende fährt oder nicht, hängt eigentlich hauptsächlich vom Willen und vom Kopf ab, es sei denn, erleidet wirklich eine schwere Verletzung oder andere gesundheitliche Probleme. Finde ich es wichtig, so auch bei schlechtem Wetter Langstreckenfahren vorher schon mal getan zu haben, hilft schon. Mhm. Aber dann, also ja. das klingt für mich jetzt so, als also Harald hatte sich eh keine Sorgen gemacht, dass ihr ganz zuversichtlich in die Geschichte reingegangen seid und auch durch die Vorbereitung alles in Ordnung war. Wie war das denn, wenn man jetzt so ein bisschen konkreter in Richtung Start jetzt geht? Anreise, also auf die Insel, seid ihr mit Familie gefahren, ohne Familie, Fahrrad im Flieger, Fahrrad im Auto? Bei dir, Harald, weiß ich, dass du ein Transporter, wie nennt man so ein VW-Bus. Auto? VW-Bus. Ein VW-Bus, genau. Ein VW-Bus. Ja, also ich bin mit VW-Bus und Familie angereist, einfach so, weil ich solche Sachen dann irgendwie gerne noch in den Familienurlaub einbinde, dann haben wir alle was davon. Und lief dann halt irgendwie so, wir haben so getaktet, dass am Anfang halt London, Edinburgh, London stand. Die Familie hat in der Zeit auf dem nahegelegenen Campingplatz dann halt die Zeit verbracht und sind dementsprechend halt irgendwie die 3-4 Tage immer viel in London unterwegs gewesen und haben so halt ein bisschen Sightseeing gemacht. Und als ich dann zurück war, haben wir noch gute 10 Tage Urlaub in England, Wales und Schottland irgendwie verbracht. Moment, England, Wales und Schottland, seid ihr also rumgefahren? Wir haben eine Rundreise gemacht, genau. Wir sind eigentlich im Sommer gerne irgendwie unterwegs mit, gehen dann zelten. Ich weiß, es ist für dich jetzt unvorstellbar, absolut. Aber machen wir wirklich gerne. Pervers. Man kommt dann halt irgendwie gut rum und das macht ziemlich viel Spaß. Und so haben wir das halt irgendwie dann, so war die ganze Geschichte für uns. Also London, Edinburgh, London war Anlass, endlich mal da drüben auf die Insel zu kommen. Mhm. Dann halt schön in Urlaub eingebunden. Ich würde sagen, nahezu perfekt. Das ist, bis auf, warst du es oder Andreas? Ich weiß nicht, einer von euch hat doch London reinfahren echt viel Geld bezahlt. Oh. Ich hab am Ende noch viel Geld bezahlt, das ist richtig, weil ich in irgendeine Umweltzone oder so reingefahren bin. Nicht mitbekommen oder ich weiß nicht genau wie. Nee, ich hab's nicht mitbekommen tatsächlich. Und dann kam halt hinterher Post und es waren irgendwelche 500 € oder so, ich weiß nicht, was ich da noch bezahlt habe. Das war unlustig, ja. Da sind 500 €. Ja, es waren das mal war irgendwie so 450 oder so. Es war ja deutlich dreistellig. Fall. Sehr, sehr deutlich. Du auch, Andreas? Ich auch, ja. Boah. Ich auch. Es gab auf dem du auch? Weg. Nein! Ich auch! Christian, du auch? Jeder nur ein Kreuz. Genau, ich war gar nicht da, aber trotzdem. Ja, ich also möchte, das hat echt wehgetan. Das also war ich irgendwie möchte, so. Das, die haben da, glaube ich, von den Touristen das Geld abgezockt, die das nicht wissen. Also der Punkt ist wirklich, ich habe mir vorher mit diesen Mautgeschichten ein kleines bisschen beschäftigt, alleine wegen London City Maut. Mhm. Habe festgestellt, ich muss da eigentlich nicht hin, auch nicht auf dem Weg zum Start und habe deswegen mich nicht weiter drum gekümmert. Es gab aber eine Berührung eines Autobahnabschnitts wohl mit dieser City-Maut, mit dieser Umweltzone, was vorher bei Streckenplanung quasi kaum ersichtlich sein konnte. Und ich bin bei meiner Anfahrt von Dover aus nach London, habe ich das touchiert und schon war es passiert.
Ich habe dann auch noch zwei andere Mautstrecken nicht bemerkt. Die konnte man aber glücklicherweise nachbezahlen und kam dann ums Bußgeld drumherum. Das war so eine Brückenmaut, wenn man über einen dieser Flüsse da fährt. Auf dem Rückweg habe ich sowas im Auge blitzen sehen, auf dem Hinweg habe ich es überhaupt nicht bemerkt. Krass. Also Lehrgeld. Also nicht Lehrgeld. Ja, das tat weh. Deswegen, also das Gesamtvergnügen, Lell, war trotz All-Inclusive relativ finanzintensiv. Also ja, also unnötig, ne? Also braucht kein Mensch dann sowas. Aber ich glaube, das ist eine Vorfinanzierung für den Brexit. Also ich fand das sehr komisch. Das gibt's aber dafür, glaube ich, schon zu lange. Also ich glaube, das war und mal, ob es den Brexit geben wird am Ende, da bin ich auch noch. Ich habe dieses Tougieren ähnlich wahrgenommen. Ich weiß nicht, wo da Schilder gestanden haben soll oder irgendwas. Ich fand das sehr komisch. Also es gab keinen Hinweis auf der Strecke, definitiv. Ja, weil ich war so konzentriert auf dem Hinweg wegen mit links fahren, was ich ja durchaus als abenteuerlich empfunden habe, zumindest die ersten ein, zwei Tage. Da standen überall irgendwelche Schilder mit Keep Left und Left Riding und hast du nicht gesehen. Auf der Autobahn fand ich es immer sehr spannend, wenn man ja rechts überholt wurde und links fuhr. Da wäre mir bestimmt was aufgefallen, wenn es da irgendwelche sichtbaren Hinweise gegeben hätte. Das ist, das schon ziemlich doof an der Stelle. Wo wir an dem Punkt sind, war das während der Fahrt zu irgendeinem Zeitpunkt mal ein Problem oder etwas, wo ihr gesagt habt, oh scheiße, ich bin gerade von der Verpflegung losgefahren, jetzt fahre ich schon die ersten 10 Kilometer auf der rechten Seite. War das irgendwann mal so ein Punkt? Die ersten 10 Meter, ja. Sowas kam vor. Nee, also bei mir, eigentlich war ich ziemlich schnell an Linksverkehr gewöhnt. Ich weiß nur, ich hatte zwei nicht ganz so hübsche Begegnungen. Da kam mir halt auf einer schmalen Straße überraschend Auto entgegen und ich bin halt, ich glaube, ich war da auch nicht mehr ganz wach. Bin halt nach rechts ausgewichen, anstatt nach links. Okay. Halt den Reflexen gefolgt. Ja, ja, klar. Ist aber nichts passiert, weil halt die Entgegenkommenden halt auch zum Glück relativ aufmerksam waren. Auch wenn es komisch klingt, ich muss tatsächlich sagen, die Engländer haben für mich irgendwie im Straßenverkehr ein verdammt gutes Bild abgegeben. Mhm. Also ich habe auf der gesamten Strecke nicht einmal das Gefühl gehabt, dass da irgendwie besonders ruppig oder irgendwie oder im speziellen Radfahrern gegenüber besonders unfreundlich gefahren würde, sondern eher im Gegenteil. Also da wurde sehr, sehr rücksichtsvoll irgendwie mit mir umgegangen. Oder auch so insgesamt empfand ich den Straßenverkehr auf der gesamten Insel als ziemlich entspannt, also selbst als Autofahrer. Ich hatte an ganz vielen Kreisverkehren oder so zum Beispiel das Gefühl, dass ich plötzlich irgendwie ein rabiates Arsch wäre, dass sich irgendwo am Kreisverkehr noch reindrängelt, weil die Engländer einfach immer länger gewartet haben, bis die Lücke noch größer war. Mhm. Also von daher, ich weiß, dass andere das ganz anders sehen und irgendwie denken, in England kann man überhaupt nicht irgendwie, da ist man freiwillig als Radfahrer. Aber ich habe es als sehr angenehm empfunden. Vielleicht ist es auch davon abhängig, woher man kommt. Ne? Also wenn du und ich, die beide Großstadt geplagt sind. Gegen Hamburg war England einfach durchgängig Kindergarten. Das glaube ich auch, ne? Dass wenn du jetzt aus Hamburg, Berlin, Köln, Großstadt kommst und einfach tagtäglich dieses Drama erlebst, um es so mal auszudrücken, dann ist es vielleicht wirklich, ne? Das ist der Einäugige, der König der Blinden, ne? Dann ist das vielleicht schon angenehmer als jemand, der vielleicht aus Thüringen kommt, ne, und da einfach von seinem Hof runter und auf die Straße und dann einfach so wenig Autos und entspannte Autos sieht, dass es, oder wie der Markus in Norwegen, dass es einfach entspannter ist. Also das kann ich mir durchaus gut vorstellen. Ich glaube, ich bin in England. Ich hätte Thüringen auch die Toleranz da oben sehr positiv wahrgenommen habe. Also auf der gesamten Strecke gab es nie irgendwas, was mir negativ aufgefallen wäre. Ganz im Gegenteil, die Leute sind hinter einem geblieben, wenn es zu schmal wäre oder haben halt überholt, wie sie es gehört, mit etwas Abstand, fertig. Ja, super. Also ich hatte eher den Eindruck, das liegt daran, dass die eben auch außerhalb der Städte gab es nie Radwege oder sowas. Es ist immer ein Miteinander. Es ist nicht dieses gecancelt. War sehr angenehm. Ich habe England auch nur als Autofahrer erlebt und das fand ich auch immer sehr entspannt. Also ich fand das Linksfahren mit dem Auto schon recht gewöhnungsbedürftig. Also jedenfalls mindestens die ersten anderthalb Tage. Aber auf dem Rad fand ich den Linksverkehr total angenehm. Das war überhaupt gar keine Anpassungsprobleme. Zu keinem Zeitpunkt. Ich hatte am ersten und am dritten Tag mal etwas eklige Begegnungen mit Autofahrern.
der halt, wo ein PKW einen Lieferwagen überholte, trotzdem er die Radfahrer im Gegenverkehr hatte. Solche Sachen halt, oder eine erzwungene Vorfahrt bei irgendeiner Ortsdurchfahrt. Aber solche Sachen passieren mir hier natürlich auch irgendwie ständig. Das kann man also kaum den Verkehrsverhältnissen auf der hübschen Insel zuschreiben. Ich war im Vorfeld sehr, sehr, sehr gewarnt. Jeder, den ich gefragt habe oder jeder, der mir bei meinen Bemerkungen, ich würde London, Edinburgh, London fahren, sagte mir, nee, in dem Verkehr tue ich mir das nicht an, oder explizit eine Begründung, dort nicht mitzufahren, bei einem Radsportkollegen bei mir aus dem Verein. Paris-Brest-Paris ist ja nämlich beim letzten Mal gefahren. Er meinte, nee, auf der Insel würde er nicht fahren. Das habe ich als total gegenteilig empfunden. Das mag auch an der Streckenführung gelegen haben, denn die fand ich wirklich ausgesprochen gut. Ganz viele Straßen ohne Radwege, was immer super ist fürs gegenseitige Miteinander. Ganz lange und weite Strecken, wo einem kaum ein Auto überhaupt begegnet ist. Das fand ich schon richtig gut. Das fand ich auch total angenehm. Mir ist auch jetzt, muss ich sagen, ich weiß, von Paris bis Paris weiß ich es ja, oder dass da schon mal, dass da auch regelmäßig, nicht regelmäßig, aber zumindest zu Todesfällen gekommen ist, ist mir von London, Edinburgh, London nicht bekannt, dass es da schon mal aufgrund des Miteinanders im Verkehr zu Problemen gab. Komm, oder? Habe ich da was verpasst? Also mir ist auch nichts bekannt. Nichts gelesen, also. Umso besser. Also wollen wir es nicht wie sagt man, provozieren, herbeireden ist das Wort. Alles klar. Also ist ja auch so eine Veranstaltung, wie Andreas eingangs sagte, man fährt sehr viel allein. Du kannst es also nicht darauf schieben, da ist jetzt irgendeine riesen Radgruppe, die da kommt und Rücksicht genommen wird. Das ist ja nicht so. Man ist ja so viel allein unterwegs oder zu zweit. Also der Verkehr ist genauso, wie wenn ich hier allein unterwegs bin. Also, ihr seid angereist, im Nachhinein das teure Lehrgeld von knapp 500 Euro bezahlt für Umweltzonenverletzungen und so weiter. Wie lange seid ihr vorher angereist? Also wie viel wart ihr da? Ich weiß von Markus noch damals mit dem Zelten von einem Platz in der Nähe des Startes dort verbracht, um den Spirit aufzusaugen oder wie man es nennen mag. Wie war es bei euch? Wann wart ihr vorher da? Habt ihr da gezeltet, Hotel? Harald, du wirst wahrscheinlich mit der Familie in dem Bus, mit Bus und Zelt unterwegs gewesen sein. Wir haben auf dem eben dem benannten Zeltplatz direkt nebenan, der war 1,5 Kilometer vom Start entfernt, da gezeltet und waren 2 Nächte vorher da. Also hatten so am Anfang eben, um sich da irgendwie ganz entspannt irgendwie einzufinden. Zudem war an dem Wochenende auch noch großes Fahrradwochenende in London, Prudential Ride und Brompton Weltmeisterschaften und solche Geschichten. Also von daher, es hatte sich für mich auch noch gelohnt. Wir waren am Freitagabend, glaube ich, da. Am Samstag war ich halt mit der Familie noch in der Stadt, habe von diesem Fahrradwochenende noch einiges mitgenommen und am Sonntag ging es dann, glaube ich, los. Oder? Am Sonntag ging es los. Ja, müsst ihr mir sagen, weiß ich ja nicht. Ja, ja, liegt so lang zurück. Nee, also so war dann grob für mich der Ablauf. War das da auf dem Zeltplatz, wie es Markus damals beschrieben hat, oder hat er uns angelogen? War das wirklich so ein großes Miteinander, ein internationales Hin und Her, Flair, alle miteinander und so weiter? Da müssen die anderen mehr sagen, weil der Zeltplatz ist sehr groß und es gab einen gesonderten London Edinburgh London Abschnitt, in dem saß ich mit meiner Familie jedoch nicht. Okay. Damit ich war auf diesem Abschnitt. Genau, du hast schon angedeutet damit, dass die anderen da waren. Nehme ich an. Nö. Gut. Erzähl mal, Andreas, fang du mal an. Ja, ich bin relativ früh angereist. Ich bin schon der Start war sonntags. Ich bin angereist am Donnerstag. Oder war es schon am Mittwoch? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Jedenfalls musste ich ja mit der Fähre von Calais nach Dover. Bin dementsprechend sehr, sehr früh morgens bei uns losgefahren. Hab dann mein Hotel gefunden am Ende des Tages und wollte mir halt eine sehr entspannte Ankunft antun. Also nicht so Tag vorher ankommen, zur Registrierung hetzen und dann am nächsten Tag starten. Mit solchen Geschichten habe ich schlechte Erfahrungen gemacht, wenn es um Langstrecken geht. Das heißt, ich hatte vorher auf jeden Fall diese 2 Days Off für mich eingeplant. Hab dann auch schön am Freitag ein bisschen Sightseeing in London gemacht, bin da zu Fuß rumgewandert. Hab mich noch nicht aufs Rad getraut, ehrlich gesagt. Da hatte ich echt einen Respekt. Vor London halt eben auch. Bin dann mit der Bahn, mit so einem Bahnticket durch die Gegend gefahren.
Das war schön, bin ein bisschen so den üblichen Fußmarsch, glaube ich, durch die Innenstadt und City und sonst was. Ein bisschen genascht und gegessen unterwegs, noch eine Fotoausstellung angeguckt. Also ein Touristenkrempel halt. Und ja, am Samstag, genau, und am Samstag hatte ich mich bereit erklärt, bei der Registrierung zu helfen. Ah. Was schlussendlich darin ausartete, dass ich halt quasi den ganzen Tag an der Hofeinfahrt des Startgeländes dieser Schule gestanden habe und ankommenden Autofahrern erklärt habe, wo sie nicht parken können und wo sie parken können und bestimmte berechtigte Fahrzeuge durchzulassen und aufs Gelände zu lassen. Der Parkwächter. Da hatte ich natürlich dann die Hoffnung, dass ich jeden einzelnen Kasper treffen würde, der da fahren würde, was auch fast stimmte, nur Harald nicht und Frank nicht. Also hört man schon, die Registrierung für den Start und Abholen der Startunterlagen war am Vortag. Da war ich halt auch dann den ganzen Tag fröhlich auf den Beinen. Ich hatte so ein Hotel etwas außerhalb in so einem etwas kleineren Vorkaff von London und bin dann sonntags vormittags, als Harald und Frank schon auf der Strecke waren, dann auch erst wieder in den Startbereich getrudelt. Wie war dieses Zeitfenster, also in dem gestartet wurde? Also wie viele Stunden sozusagen? Den ganzen Tag. Von früh morgens bis spät, bis nachmittags. Der erste Start war um 5. Genau. Und der letzte, glaube ich, auch, oder? Um 17 Uhr? Ja, so um den Dreh, genau. Ja. Kommt hin. Frank, wo hast du? Du warst auf dem Zeltplatz. Genau, ich war auf dem Zeltplatz. Also ich bin auch mit dem VW-Bus hochgefahren. Wir sind auch familiär gern mit dem Bus unterwegs, schlafen alle im Bus. Und so lag das da auch nah. Das heißt, auch wenn ich Nachwehen gehabt hätte, hätte ich mich da drin ausweinen können. Das hätte keiner mitgekriegt. Stand halt auf diesem Zeltplatz. Okay. War sehr angenehm, muss ich sagen. Jetzt das große Miteinander dieser Community habe ich jetzt nicht so empfunden. Es gab einen großen Block Deutsche, da hat man sich kennengelernt. Ich habe einen Belgier kennengelernt, der war sehr angenehm. Diese Bekanntheit pflegen wir jetzt noch, treffen uns auch dieses Jahr wieder zu einem Langstreckenrennen. Also das war schon schön. Wir haben dann vor allem belgisches Bier ausgetauscht und er hat von mir thüringisches Bier bekommen. Also vorher noch Mut angetrunken, ja? Ja, wir haben es nicht übertrieben, ja, wir wollten ja noch ein bisschen Radfahren. Dann sind wir zusammen auch mal schon mal die Richtung der Strecke abgefahren. Das war eigentlich sehr angenehm, muss ich sagen. Das war schön. Okay. Ja, oder dann hast du hier und da auch, was ich bin ja neu, ich habe von dieser Szene an sich keine Ahnung, habe mich vorher versucht, ein bisschen zu belesen. Aber es ist schon beeindruckend erstmal, was da überhaupt für ein Altersspektrum mitfährt. Das fand ich sehr beeindruckend, muss ich sagen. Ja. Da fahren ja nun nicht nur die jungen Hirsche mit, die noch Power an Beinen haben. Da ist alles vertreten. Jedes Geschlecht zu reden, also das hat mir dann schon gefallen. Aber ich hätte mir manchmal so ein bisschen mehr Zusammenrücken gewünscht, wenn man sich austauscht. Hm. Startfenster hattet ihr eben schon angesprochen. Welchen Startfenster habt ihr euch dann bewegt? Also wer musste früh aufstehen, wer konnte noch länger schlafen und Mittagessen mitnehmen? Ich hätte bewusst um 6 schon gewählt. 6.30 Uhr, glaube ich, war ich dran. Konnte man das frei wählen? Also konnte man selber sagen, ich möchte dann? Man konnte einen Wunsch abgeben, ob der begutachtet wird. War so da offengestellt, glaube ich. Also das war ja bei den Frühstartern, war der frühe Start ja vor 8 Uhr garantiert. Ne? Also wenn man sich für einen Frühstart angemeldet hatte, war man allerspätestens um 8 Uhr auf der Piste. Ah, okay. Ja, also Frühstart heißt in dem Fall, dass man auch sagte, es geht nicht um das Frühstarten, sondern es geht darum, dass man sagt, ich schaffe die gesamte Strecke in unter 100 Stunden. Das war halt der Deal dabei. Mhm. Und alle, die eben schneller unterwegs sein wollten, statt der möglichen 116 Stunden, die bekamen halt irgendwie eine Startzeit zwischen 6 und 8 Uhr. Und um 5 Uhr morgens durfte noch eine besonders schnelle Gruppe irgendwie losdüsen. Und dann eben dann war eine Stunde Pause und ab 9 Uhr kamen dann halt die sich etwas mehr Zeit nehmen wollten, kamen dann auf die Strecke hinterher. Und ich selber, ich bin um 8 gestartet. Also einer der letzten vermeintlich schnelleren. Mhm. Hattet ihr euch eine Zeit gesetzt oder eine Zeit vorgestellt oder eine Zeit überlegt oder so im Hinterkopf? 100 Stunden. Wie viel? 100 Stunden, ja. Du hattest 100 Stunden für dich gesetzt? Die anderen? Andreas? Naja, für mich war das gar nicht so bewusst, dass man das so wählen musste. Ich wollte einfach gerne früh starten. Ich habe gedacht, ich bin bestimmt nervös, also brauche ich nicht auspennen. Also dann wollte ich einfach weg. Und deswegen habe ich gesagt, ich will um 6 oder 6:30 irgendwie wegkommen und habe mir diese Startzeit gewählt. Dass man das dann in 100 Stunden schaffen muss, naja, das war halt so. Ja, das sollte.
Mir war es leider bewusst, dass es dann 100 Stunden sein würden. Deshalb kam das für mich eigentlich als Zielsetzung nicht in Frage. Ich wollte es eigentlich hauptsächlich überhaupt irgendwie zu Ende bringen und hatte große Bedenken, ehrlich gesagt, über lange Zeit der Vorbereitung, ob ich es denn überhaupt tatsächlich realistisch fahren kann. Weil ich habe gerne die Tendenz, auch mal eine Pause aus Versehen länger ausfallen zu lassen. Ich kann auch übermüdet nicht gut fahren, so dass ich mir aufgrund so fahrstrategisch mir überlegt hatte, okay, vielleicht ist ein Nachmittagsstart sinnvoller. Dann kann man einen ganz langen Tag am Anfang durchfahren und dann sich eine kleine Runde hinhauen. Oder man kann halt eben nur noch einen kurzen Tag fahren, was weiß ich nicht, bis Mitternacht oder ein bisschen weiter oder so und eine erste Rast machen und dann einen langen zweiten Tag fahren. Das wollte ich mir damit offen halten. Das Problem war, dass halt gute Startzeiten, aus denen sich interessante Fahrstrategien ableiten lassen, die waren total überbucht. Man konnte halt nur Wünsche angeben. So, dann gab es ein dokumentiertes Verfahren, wie nachträglich mit diesen überbuchten Slots umgegangen wurde. Das wurde nämlich dann es wurden dann die anderen leeren Slots aufgefüllt nach so einem bestimmten Muster. Und da hatte ich mir irgendwann gedacht, ach, nimm doch lieber eine Startzeit, die du dann schon weißt, die wahrscheinlich nicht überbucht ist und die du dann auf jeden Fall bekommst. Ich habe dann irgendwie 13.30 Uhr angegeben und dann bin ich halt auch gestartet. Also nach dem Motto, lieber die Spatze in der Hand als die Taube auf dem Dach. Ja, so ungefähr. Also für mich wäre es der Horror gewesen, erst um 5 zu starten zum Beispiel, wirklich in den Nachmittagsslot reinzurutschen. Die waren natürlich wirklich tatsächlich unbeliebt, diese Startzeiten. Und da sind halt tatsächlich Leute, die wollten um 10 starten und sind dann um 5 nachmittags gestartet. Ja, okay. Diese Enttäuschung, das ist ja auch, hat ja auch einen psychologischen Effekt, sowas. Auch in der Vorbereitung schon. Das wollte ich mir nicht antun, ehrlich gesagt. Also da habe ich Leute erlebt, die waren total fertig. Die wussten gar nicht, damit umzugehen. Noch am Starttag nicht. Waren die verwirrt, weil sie ihre Wunschstartzeit nicht hatten. Ich habe mir über die 100 Stunden gar keinen Kopf gemacht. Ich habe gedacht, entweder schafft man das oder wenn man es nicht schafft, fährt man halt länger. Na und? Also das, ja, hat keine Konsequenzen, oder? Ja. Nee, kommst ja nicht in den Knast deswegen. Nee, also ich war jetzt mundrunter, aber ich habe jetzt nichts irgendwie mitbekommen, dass es ein Nachteil wäre. Doch, also ein klitzekleiner Nachteil, denn ich bin über die 100 Stunden gefahren am Ende. Und also der vermeintliche Nachteil ist, dass ich halt irgendwie das Ding, ich habe keine Unterschrift mehr unter meine Brevetkarte bekommen. Das heißt irgendwie, die Brevetkarten sind am Ende nach Paris zur Homologisierung gegangen und ich habe das Ding halt eben nicht offiziell geschafft. Und ich lande, ich bin zum Beispiel eben auch nicht in der Finisher-Liste aufgeführt. Also das ist sozusagen, so ist es nur so, das ist das, was halt passiert. Mehr passiert natürlich auch nicht. Also bist du unerheblich. Finisher der Herzen. Das sowieso. Das spielt halt aber eine Rolle. Entschuldigung. Für jemanden, der irgendwie, dem es wichtig ist, da irgendwie die Sachen abzuhaken und offiziell bestätigt zu bekommen, dass man es geschafft hat. Ja, es gibt ja so Geschichten wie Randonneur 10.000 und so, wo man, oder 5.000, wo man bestimmte Arten von Veranstaltungen in einem bestimmten Zeitraum gefahren und gefinisht haben muss. Und da zählen halt, da wird es halt im 1.000er oder 1.200er Bereich und 1.400er Bereich wird es halt irgendwann eng. Und für solche Leute ist es dann halt interessant, wirklich eine Homologisierung, eine offizielle zu haben. Mir war das Finish an sich in Time relativ egal. Und ich würde es beim nächsten Mal definitiv anders machen. Ich würde mich bei einem nächsten Mal für den 100-Stunden-Startplatz entscheiden und auf das Limit keinen Wert legen. Das ist natürlich offiziell unerwünscht, solche Leute. Die mögen das nicht, dass die Leute sagen, mir ist das dann egal, ich melde mich für die 100 Stunden und mir ist das dann egal, weil natürlich die Startplätze in diesem Slot natürlich zahlenmäßig begrenzt sind. Aber ich hatte definitiv Nachteile durch den Nachmittagsstart, die mir entstanden sind. Ein Teil daran war ich, da trage ich auch selber die Verantwortung für, aber ein Teil war halt eben auch einfach sehr, sehr unglücklich. Und das kann man vermeiden, wenn man morgens startet. Okay. Da kommen wir vielleicht später noch zu, was passiert so unterwegs. Ja. Also morgens starten halt riesige Vorteile aus meiner Sicht. Ich glaube, dass, also ich zum Beispiel wäre auch jemand, der, wie hast du gestartet,
Christian? Also was war ja für dich, du wirst ja auch so... Ja, ich meine, ich hatte mich für eine ziemlich frühe Zeit angemeldet. Also irgendwie so 6 oder noch vor 6. Du bist ja auch so ein früher Vogel. Das stimmt, genau. Ja. Also ich glaube, das hat aber auch was damit zu tun, ob jemand wie du jetzt, Christian, auch ein früher Vogel ist oder ich jetzt mittlerweile auch. Aber wenn du ein Langschläfer bist... Dann ist das vielleicht auch die Hölle für dich morgens irgendwie weil wenn du um 6 auf losfahren willst, dann solltest du ja mit einem Frühstück mindestens um 4:30 aufgestanden sein. Das wäre auch kein Spaß, also für so manch einen. Ich wäre gerne samstagsabends um 9 gestartet. Das wäre perfekt gewesen. Ja, ne, siehst du mal, also ne, das wäre für dich vielleicht das Bessere gewesen. Also ich glaube, das kann man so pauschal schwer nur sagen. Ihr seid los und sind diese Gruppen, diese Startgruppen dann groß? Also wie muss ich mir das vorstellen? Einfach fahren da 50 Leute auf einen Schlag los oder 20 oder? 20, rund 20 würde ich sagen. Ja. 20 waren es, also, ne? Ja. Früh waren es kleine Gruppen, definitiv. Und alle Viertelstunde geht halt irgendwie eine Gruppe auf an den Start. Und also bei mir war es so, dass ich das innerhalb kürzester Zeit komplett auseinandergezogen hatte. Also das ist nicht so, dass die Startgruppen dann irgendwie großartig miteinander zusammenhängen würden und automatisch die ersten 150 Kilometer gemeinsam verbringen, sondern bei mir war das irgendwie nach 20 Kilometern, hatte sich das irgendwie verteilt. Seid ihr dann mit... Also die anderen waren vorneweg so rum. Aber es fahren ja immer wieder Gruppen dann auf einen auf, also findet sich dann also nochmal Gruppen oder, aber du sagtest eben ja schon, glaube ich, Frank, dass man relativ weite Teile der Strecke alleine fährt. Ja, wobei ich am Anfang, ich hatte mehr Glück als meine Gruppe war relativ homogen, war ein sportliches Team sozusagen und da wurde sogar Windschatten gefahren. Es ging das war auch das einzige Mal, dass ich eine Erfahrung mit dem Linksverkehr hatte, weil ich war quasi ganz vorne und bin geführt und habe einfach eine Kurve schön ausgefahren und da blägten von hinten gleich alle Keep Left. Ich wollte ja. Und das habe ich bis zum ersten Platten dann auch geschafft und dann war meine Gruppe weg und dann irgendwann zerschießt sich. Okay. Harald, du hast von Anfang an deinen Stiefel gefahren? Ich bin mein eigenes Ding gefahren, was ich auch sehr bewusst gemacht habe. Also an sich war gedacht, dass ich mit Joas zusammen die ganze Tour fahren würde. Der musste leider beruflich bedingt kurz vorher die ganze Sache irgendwie absagen. Und grüßen wir ihn einfach mal an dieser Stelle. Ich bin mit ihm ja auch schon mal einen 230er zusammengefahren. Hätte ich mir auch, ich wäre jetzt auch jemand gewesen, den ich mir bei der Veranstaltung sehr gut hätte vorstellen können. Schade, dass das definitiv. Also mit Joras fahre ich nun sehr gerne zusammen. Kommt demnächst zum Glück auch wieder. Naja, auf jeden Fall, da zu London, Edinburgh, London hat es eben nicht hingehauen. Und dann war ich war im Kopf halt auf so diese Duo-Nummer irgendwie gebucht und war dann auch nicht willens und bereit, davon irgendwie wegzukommen und dachte mir so, nö, das fahre ich dann irgendwie für mich alleine überwiegend. Was ich auch tatsächlich so durchgezogen habe. Also man hätte bestimmt immer wieder irgendwelche Grüppchen irgendwie suchen, finden, aufmachen können. Aber daran war mir halt gar nicht gelegen. Ich bin halt so für mich gefahren und habe immer mal wieder kurzzeitig irgendwie jemanden irgendwie bei mir gehabt, aber nicht so, dass ich drauf Wert gelegt hätte, das möglichst lange durchzuziehen. Du bist aber auch jemand, der gut damit klarkommt, dieses Alleinefahren, glaube ich, ne? Also der auch lange... Ja, geht schon. Es gibt ja Personen, den wird das dann zu eintönig und aber du kannst das ja. Ja, aber die Leute, die auf der Langstrecke unterwegs sind, müssen das eigentlich abkönnen. Das merkt man auch. Also mir wird das, bei mir ist ja Langstrecke alles über 100. Ich höre dann einfach Podcast oder Hörbuch oder so. Ist das für euch eine Option gewesen bei sowas? Also macht ihr es? Nö. Nein. Ach, halt eh nicht. Also bei mir ist es sowieso so, also egal ob Laufen oder Sport, für mich eigentlich selber hören und das drumherum, das ist mir sehr, sehr wichtig. Okay. Mhm. Sei es wegen Verkehr, aber auch körperlich. Mhm. Ich habe das eigentlich gern, das drumherum mitzukriegen. Und selbst wenn ich mit Leuten im Parallel gefahren bin, also man macht jetzt nicht die große Quasselstrippe, ja. Aber es ist halt schön, sich mal gegenseitig ein bisschen zu ziehen, das hat so die Vorteile, finde ich. Mhm. Aber irgendwie nach der dritten Gruppe zum Beispiel immer wieder zu fragen, wo kommst denn du her, was machst denn du hier, warum fährst denn du mit, pff, irgendwann reicht es dann. Ja, ja, also es sind ja auch keine neuen Geschichten, die man dann hört. Ja, genau.
Obwohl, nee, also ich bin nur so zufällig hier reingeraten. Also, ja, genau. Ich stand hier an der Ampel. Ich wollte nur in die Kneipe kurz, aber jetzt stehe ich hier. Mein Gott. Wo fahren wir denn hin? Ja, wo geht's denn hin? Genau. Wo geht's denn hin? Hallo. Wobei ich ja tatsächlich bis heute nicht rausgefunden habe, ob diese Frage ernst gemeint war oder ob schon die Frage ein Scherz war. In dieser Facebook-Gruppe gab es irgendwann die Diskussion darüber, da stellte jemand die Frage, wie man denn von Edinburgh wieder zurückkommen würde nach London. Und ob es da einen Shuttle-Dienst gäbe, auch für die Räder und so. Und, oh schön. War der Mensch schon angemeldet? Ja, das, ich habe das der Diskussion dann nicht mehr entnehmen können, ehrlich gesagt. Mich würde tatsächlich interessieren, ob das ein fehlgeleiteter Mensch war oder ob es einfach nur ein Troll war, um also die humorischen Antworten hervorzulocken, die es dann natürlich auch zuhauf gab. Ja, ja, ich hoffe mal, er war noch nicht angemeldet. Und dann hat er zumindest niemand den Startplatz sozusagen weggenommen. Nee, also ihr seid losgefahren. Und dann wettermäßig, wie war es beim Start? Trocken. Trocken? Genau, aber kalt. Was heißt kalt? Frisch. Ich weiß nicht, vielleicht waren es so 10 Grad. Also frisch, sagen wir mal so. Ja, das würde ich auch als frisch bezeichnen. Es war ein schöner also britischer Sommertag. Ja, aber schon genau so. Britischer Sommertag. Das ist das weiße Schimmel. Nee, wie heißt das? Schwarze Schimmel. Naja, und dann fährt man da halt los irgendwie, ne? Also aus London raus. Ist das noch kompliziert im Sinne von... Du bist schon draußen, der Start ist schon außerhalb. Okay, das ist weit genug. Das ist schon so ein Vorort. Mhm. Und dann geht's los. Weil man schon merkt, dass man halt noch so im Speckgürtel von London ist. Ne? Es ist noch relativ viel Verkehr, die Straßen sind recht groß. Ja. Und dann geht's los. Dann seid ihr losgefahren. Und ich stelle mir das jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen vor wie eine große RTF. Ne? Also man fährt los und ja, fährt dann einfach erstmal so. Ja, genau. Und dann das kommt gilt auch sicherlich für die ersten 100, 150 Kilometer so. Erste Kontrolle, alles gut. Was gab es denn so an Zwischenfällen, so sagen wir mal, oder wann habt ihr das erste Mal die Augen zugemacht? So das erste Nickerchen. Ich habe das gemacht, Ende meines ersten Tracks war nach 635 Kilometern. Nach 600? Also ich habe also ich bin das erste Stück durchgefahren, also ich wollte eigentlich bis Edinburgh komplett durchfahren und habe es dann bis an die Kontrolle zuvor in Moffat geschafft. Und da habe ich dann mal ein bisschen geschlafen. Die Kontrolle in Mossad? Moffat. Ach so, gesponsert vom israelischen Geheimdienst? Ja, genau. Okay, 635 Kilometer am Stück, gut, das schaffe ich nicht mehr im Auto ohne Pause. Also am Stück heißt, ich bin... Ich gucke das gerade bei Strava nach. Ich bin knapp 29 Stunden Fahrzeit und 39 etwas war verstrichene Zeit. Also ich habe irgendwie gute 10 Stunden, 10,5 Stunden nicht auf dem Rad gesessen. Das heißt irgendwie auf den 6, 7, 8 Kontrollen unterwegs. Da habe ich halt auch irgendwie noch ein bisschen Zeit vertan. Also sagen wir mal so im Verhältnis 4:3. Irgendwie, also 4 Stunden gefahren, 4 Stunden vergangen, davon 3 Stunden gefahren. Pi mal Daumen. Ja, das. Ja, wirklich nur so ganz gut. Ja. Du bist auch jemand, der gerne mal hier ein Foto macht und da mal ein Foto macht. Ja, kommt vor. Vielleicht ist es auch der Schlüssel zum Erfolg für so eine Veranstaltung. Ne, sich selber gar nicht stressen und entspannt und hier immer auch mal länger stehen bleiben. Und dann hast du noch 635 oder 635. Ja. Das erste Mal die Augen zugemacht und wie lange dann? Also das erste Mal richtig länger zugemacht. Das heißt, da habe ich tatsächlich den Schlafsaal genutzt und habe 3 Stunden geschlafen. Plus dann noch irgendwie, noch irgendwie drumherum ein bisschen essen. Da war ich bestimmt irgendwie 4, 4,5 Stunden in der Kontrolle. Aber mal, hast du dir den Wecker gestellt nach 3 Stunden? Wenn man in den Kontrollen geschlafen hat, dann war es halt so, dass man, da gab es einen Weckdienst. Ich erinnere es, ja. Das heißt, da bekam man halt seine Matratze zugewiesen und dann wurde, die haben das halt irgendwie passend organisiert für sich und dann wurde man gefragt, wann man denn wieder geweckt werden wolle und dann haben die das eben auch gemacht. Wobei ich sogar vorzeitig von alleine wieder wach geworden bin da.
Also da habe ich gar nicht mehr so lange die 3 Stunden, die ich schlafen wollte, habe ich, glaube ich, nach 2-3 Viertelstunden oder so irgendwie war ich von alleine wieder wach. Da war dann die Aufregung wohl doch noch groß genug. Ich wollte gerade sagen, nach wie viel Stunden war das jetzt so unterwegs? Also Knapp 40 Stunden oder 39 Stunden war ich dann unterwegs zu dem Zeitpunkt. Also nach 39 Stunden 3 Stunden schlafen, weil du so aufgeregt bist, dann möchte ich nicht wissen, was dann bei deiner Abiturprüfung du an dem Tag zu erleiden hattest. Das liegt ein bisschen länger zurück. Aber, also, fehlen mir die Worte, weil, also... Einfach mal selbst probieren. Ja, das schließe ich jetzt gerade noch aus und bekomme irgendwie auch immer weniger Lust dazu. Frank, wann hast du das erste Mal eine längere Zeit? Viel früher. Also ich hatte auch erst überlegt, ich fahre irgendwie bis Edinburgh durch und gucke dann mal. Unterwegs habe ich gemerkt, mit den Leuten, die ich gefahren bin, ich habe nach 407 Kilometer, sehe ich bei Strava, habe ich in 3,5 Stunden Schlaf eingelegt. Das waren die Zirs. Ja, alles war hart. Das war sehr angenehm und ich muss sagen, ich habe mich dabei ertappt, die Abfahrt nach Tyrsk ist landschaftlich sehr schön und die habe ich im Dunkeln passieren müssen. Das war nicht toll. Okay. Zum Glück habt ihr auf der Rückreise nochmal. Also ich finde, da gibt es viel zu gucken. Ja. Das fand ich im Nachgang ein bisschen schade. Also, das muss man abwägen. Wäre der Rat eigentlich die Nachtstunden komplett durchpennen, dann siehst du wenigstens alles. Ja, dann muss man aber sehr schnell sein. Ja. Nein, ich habe da 3 Stunden geschlafen, das war sehr angenehm, erinnere ich mich, und dann ging es weiter. Mann. Hast du wenigstens ein bisschen länger geschlafen, Andreas, beim ersten Start? Ja, ich habe ja quasi die gegenteilige Strategie verfolgt, also auch in der Planung schon. Ich wollte eigentlich... 10 Stunden Fahrrad fahren und dann 30 Stunden Pause sozusagen. So ungefähr. Nein, ich bin tatsächlich am ersten Tag nur 11 Stunden gefahren, also 11 Stunden verstrichene Zeit. Und zwar tatsächlich bis zu dem ersten möglichen sinnvollen Schlafpunkt. Hatte das Problem, dass das schon eine Stelle war, wo nämlich dann schon alles weggefressen war. Es war irgendwie nachts um 1 oder so, als ich da war, zwischen 12 und 1. Und das war halt nach etwas über 240 Kilometern. Und die Alternative wäre halt gewesen, dann noch durchzufahren bis zum nächsten Morgen. Dann hätte ich allerdings auf jeden Fall irgendwie schlafen müssen und dachte mir, toll, dann schläfst du tagsüber. Das bedeutet, du fährst am nächsten Tag wieder bis tief in die Nacht. Dann dachte ich mir, nee, dann schläfst du lieber jetzt und fährst dann früh morgens wieder los. Das hat auch so weit so gut geklappt, bis auf dass ich das später noch rächen sollte, dass ich das so gemacht habe. Mhm. Im Nachhinein wäre meine normale erste primäre Idee wäre halt gewesen, wirklich diese 1,5 Tage durchzufahren, also zumindest so 400, 450 Kilometer zu fahren, so ähnlich wie Frank das gemacht hat. Das wäre eigentlich meine Zielstrategie gewesen, aber ich war schon auch von diesen 11 Stunden, ich war relativ müde, ich hatte relativ viel Hunger, ich musste lange aufs Essen warten, bis es was Ordentliches zu essen gab an der Kontrolle. Hab mich dann in der Zwischenzeit um einen Schlafplatz bemüht und habe dann wirklich 3-4 Stunden geschlafen. Mhm. Sehr gut, sehr zuverlässig geweckt worden. Bin auch tatsächlich 5 Minuten vor Wegzeit wach geworden von alleine. War also schon dabei, meine Sachen wieder zusammenzukramen, als der Weckdienst reintrudelte. Hab dann noch gefrühstückt und war dann halt bei Sonnenaufgang wieder auf dem Rad. Um dann, mich wieder auf die Strecke zu machen. Das Abenteuer weiter zu betreiben. Ja. Dann bleiben wir, also ich stelle mir gerade so auf der Karte euch 3 vor. Habt ihr euch auf der Strecke, ich glaube, du, Andreas, hast gesagt, du hast den Frank einmal getroffen. Das kam dann aber später noch? Oder war das schon in dieser Phase? Später, auf der Rücktour schon. Okay, also das heißt zu dem Zeitpunkt. Wo haben wir uns noch getroffen? Bitte? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, an welcher Kontrolle das war, Frank. Du warst auf dem Rückweg und ich auf dem Hinweg, ne? Genau, ich war auf dem Rückweg, aber frag mich nach dem Ort. Das muss ja schon Moffat oder so? Moffat, Brampton, Barnard Castle. Alles für mich böhmische Dörfer. Barnard Castle kann sein, ne? Ich weiß nicht. Ich hab's echt verdrängt. Ich hab das relativ schnell wieder vergessen gehabt, also... Ich habe zwischenzeitlich nochmal, wo hast du eigentlich Frank getroffen?
also so ein paar Wochen später oder so weiter, wusste ich schon nicht mehr, wo das war. So vermischen sich die Eindrücke von der ganzen Fahrt bei mir auch sowieso ziemlich. Details weiß ich nicht mehr. Aber ihr wart dann, ihr seid dann, also Harald, nach 40 Stunden, dreieinhalb, ihr habt alle so, sagen wir mal, zwischen dreieinhalb und vier Stunden geschlafen. Ist das so üblich bei den Langstreckenfahrern? Also, oder ist da jemand, so ein Vogel wie ich, der sich auch mal 8 Stunden dann da aufs Sofa legt? 8 Stunden kannst du dir nicht leisten. Oh, dann ist das wohl nicht mein Sport. Nein, also du kommst wahrscheinlich da zeitlich irgendwie in Probleme. Das wirst du irgendwie vielleicht einmal machen und dann denkst du dir so, okay, jetzt muss ich aber mich mehr irgendwie ranhalten. Mhm. Und das andere ist, ich glaube, wenn du in den Kontrollen ankommst und sagst, weck mich mal in 8 Stunden, dann wird dir dort jemand sagen, so lange machen wir irgendwie hier nicht. Wir brauchen den Platz auch irgendwann wieder. Okay. War nicht 3 Stunden war, glaube ich, das Maximum in den Schlafsälen, ne? 3 Stunden, ich hab länger geschlafen. Wenn ich raus hätte, also ich verkleidet und wäre nochmal rein. ganz ich habe nie gefragt wegen der Länge, weil ich habe habe am Ende noch so viel Zeit gehabt, dass ich mir eine Nacht gegönnt habe und habe da ein bisschen was über 5 Stunden gepennt. Okay. Und zwar 50 bis 45 Kilometer vorm Ziel. Da war ich wirklich im Eimer und habe auf die Uhr geguckt. Ich wusste, ich habe noch ausreichend Zeit, um unter 100 Stunden zu bleiben. Und dann habe ich ein bisschen was über 5 Stunden geschlagen. Also das mag natürlich auch sein, dass die vor Ort dann irgendwie natürlich auch flexibel damit umgehen. Mhm. Und wenn sie merken, hier ist jetzt gar nichts los, hier kommt keiner mehr zum Pennen, dass das dann irgendwie auch ausgeweitet wird. Ich meine, irgendwas im Hinterkopf zu haben, dass die halt an Stellen, wo halt mit viel Betrieb zu rechnen ist, dass sie da dann halt auch begrenzen und sagen, nee, mehr als das und das ist derzeit irgendwie nicht machbar, damit die anderen auch zum Zuge kommen. Ich kann mir auch vorstellen, bei der Verpflegungsstation 45 Kilometer vom Ziel, dass da die Anzahl an genutzten Schlafplätzen eher geringer ist als bei jetzt so diesen typischen nach 40 Stunden, nach 30 Stunden. Nee, das glaube ich ehrlich gesagt nicht wirklich, weil das mag jetzt im Nachhinein für eine lächerlich kurze Strecke irgendwie wirken. Noch 45 Kilometer. Am Ende hast du aber vor allem 1400 Kilometer schon hinter dir. Und irgendwie möchtest du auch die letzten 45 Kilometer überleben und nicht irgendwie kaputt vom Rad fallen durch Sekundenschlaf und Co. Also ich glaube, da sind schon einige, die dann sagen, nee, ich muss jetzt nochmal wieder ein bisschen frischer werden. Ich muss schlafen. Das habe ich tatsächlich in vielen Berichten gelesen auch, dass die Leute auf den letzten 100 Kilometern auch noch wirklich viel Pause gemacht haben, weil der Rückweg ja auch durchaus recht windig war. Okay. Also ich hatte nur und so... Und da war auch viel Split, gell? Das war eine Strecke mit viel schlechten Untergrund hinten raus. Nee, meine Gedanke war noch nicht mal so sehr, ist nur noch 45 Kilometer, sondern ich würde mir einfach denken, wenn ich jetzt mich selber, die Abstände waren doch immer so, wie groß waren die Abstände zwischen den Verpflegungsstationen? Zwischen 45 und 90 oder 100 Kilometern so maximal. Okay. Ja, okay. Sehr angenehm. Dann hätte ich mir gedacht, okay, die Verpflegungsstation davor, also die vorletzte zum Beispiel, dass das jetzt so eine wäre, die mehr genutzt werden würde als die letzte zum Beispiel, ne? Aber du musst ja unterscheiden, wann man startet. Also wir haben ja auch uns nach dem Rennen mal untereinander ein bisschen verständigt. Bei mir war es beispielsweise so, immer wenn ich in die Verpflegung kam, wurde ich sofort bewirtet, weil die sich gelangweilt haben, die ganzen Leute. Das waren so wenig Menschen dort, die waren froh, dass endlich jemand kommt, den kann ich bedienen. Ich musste mich eigentlich in der Regel nur hinsetzen und sagen, was ich will. Und dann haben die alles gebracht. Trinken, essen, Schuhe ausziehen, das wurde so ungefähr noch mitgeholfen. Und so waren auch die Betten bei mir. Ich war fast immer alleine im Schlafsaal. Okay. Andreas wird das ganz anders schildern. Ja, der hatte nicht mal Milch im Tee. Ich war halt Teil der großen Welle, ne, um 13.30 Uhr gestartet. Ich habe die langsameren Gruppen halt eben, bin auf die aufgefahren, die vor mir gestartet waren. Und hatte die schnellen Leute von den Gruppen hinter mir, die noch bis 5 Uhr nachmittags gestartet sind, im Nacken. Mhm. Also ich war wirklich in diesem dicken Klops, der durch die Gegend gefahren ist. Das hat man an den Kontrollen an den ersten beiden Tagen auch tatsächlich gemerkt. Es war immer relativ voll und es war immer, ich sag mal, ich hatte gerade an den ersten beiden Kontrollen, an denen ich länger Rast gemacht habe, das war Louvre, direkt die erste nach 240 Kilometern und
Dann danach, wo war denn der nächste Punkt? Da habe ich das nämlich auch noch gemerkt. Wo habe ich da aufgehört? Nochmal eben nachgucken. Da war auch mein Backdrop. Also das. Brampton. Auch in Brampton war es für mich auch relativ voll. Gut, damit muss man leben. Ich hatte mich darauf eingestellt. Nicht darauf eingestellt hatte ich mich bei dem ersten Mal da in Louvre, dass es fast kein Essen mehr gab. Es gab insbesondere nichts mit Kohlenhydraten. Also es gab keine Kartoffeln, es gab keinen Reis, es gab keine Pasta. Das Zeug war alles weg. Ja, ich Weshalb war ich ja dann auch schon durch. tatsächlich ein bisschen Zucker eingeworfen habe und habe mich hingelegt. Genau, die Welle war durch. Und da lagen sie auch an. Das war ein Bild, wie man es so kennt von Langstreckenfahrten. Auch in der Cafeteria lagen die Leute in allen Ecken und Körperpositionen und Körperhaltungen auf Fensterbänken, auf Stühlen, unter Tischen. Also es Sehr klingt nicht nett. nach Spaß, um ehrlich zu sein. Doch. Ja. Ehrlich gesagt macht es, glaube ich, allen tatsächlich auch Spaß, weil man weiß, dass sowas passieren kann. Okay. Also ich glaube, unspaßig ist das nur für Leute, die wirklich, die sich nicht darauf eingestellt haben, dass es sowas gibt. Mir ist allerdings nicht erklärlich, wie man ein solcher Mensch sein kann. Also wie wird man zu einem unvorbereiteten LEL- oder PBP-Fahrer? Wer liest denn vorher keine Berichte? Wer guckt sich vorher nicht die Fotoserien an? Wer kennt nicht die Filme zu diesen Fahrten? Also für mich ist das unerklärlich. Hattest du den Eindruck, dass da so Leute unterwegs waren? Ja. Okay. Krass. Nicht viele, aber es gibt sie. Die haben das bestimmt von ihrer Frau geschenkt bekommen. Es gibt halt auch, ich finde, es ist ja nichts dabei, wenn man weiß, dass man es nicht in der Zeit schaffen kann. Da musste ich ja bei mir auch von ausgehen. Aber ich habe am ersten Tag Fahrer gesehen, die waren in einer Ebene, also in den Fenlands zum Beispiel, wo leichter Rückenwind herrschte und ich so irgendwie mit tatsächlich Brevet untypisch deutlich über 30 km/h unterwegs war, große Teile der Strecke. Die fuhren da mit 18 und 19 km/h durch die Gegend. Okay. Auf den ersten 200 Kilometern von 1400. Oh Das fand mein ich schon Gott. erstaunlich. Die haben halt mit ihren Kräften gehaushaltet und wollten hinten raus noch eine Luft haben, ne? Ja. Ja, nee, das stimmt schon. Also deswegen sage ich ja auch, dass ich, also bin ich zum Beispiel Realist genug zu sagen, dass ich mir einbilde, zu einschätzen zu können, was ich kann und was ich nicht kann. Und dass so etwas sehr weit entfernt von dem ist, was ich kann und deswegen mich bei sowas auch nicht mal auf gut Glück anmelden würde. Haben die sich auf gut Glück an? Also du meinst, der Frank meinte, ist ein Geschenk von der Frau. Anne meint, gut Glück wird schon gehen oder was treibt so Menschen? Oder Ich weiß das nicht. Also es ist für mich echt unerklärlich, wenn die dann noch aus irgendwie einen Transkontinentalflug hinter sich haben oder so, dann und ja auch nicht wenig Geld bezahlt haben, wie wir eben schon ja. festgestellt haben. Oder das spanische Frauenpärchen, was ich getroffen habe, denen ich erstmal ein Paket Flickzeug und meine Luftpumpe leihen musste. Das Flickzeug habe ich ihnen dann mitgegeben, die Luftpumpe musste ich leider wieder mitnehmen. Die standen in den Fenlands und konnten keinen Platten flicken. Weil die Pumpe zu schlapp war und sie nur drei Flicken dabei hatten und sich zwei schon in Wohlgefallen aufgelöst hatten. Ja, da kann man nur sagen, gut, dass ihr dahin gegangen seid und nicht zum Nordpol, weil dann wären sie wahrscheinlich irgendwo erfroren. Insofern, ja. Letztlich werden die Bewegungsgründe sehr verschieden sein. Ja. Ja, das stimmt wohl. Und solange Also ich hatte keiner. auch welche dabei, die bewusst betrogen haben, um das Rennen zu schaffen. Okay, wie betrügt man denn? Also. Die Partnerin hat das Auto gefahren und immer nach bestimmten Wechseln, Auto obendrauf, Fahrer rein, weiterfahren, bis kurz vorher wieder aufsitzen. Wenn du die halt immer wieder triffst, dann beim Aus- und Einladen, die haben sich quasi an der Zeit der anderen Fahrer orientiert, dann triffst du die immer nur bei den Verpflegungsstationen, beim Stempel holen. Aber warum macht man denn sowas? Die haben das gemacht, also ich habe sie auch gefragt drauf, warum sie sich das antun, das war auch noch mitten in der Nacht, also war lange sind die bei mir gewesen. Die haben halt irgendwie mal gesagt, wir machen das und wir schaffen das und die wollen auf jeden Fall das nicht nochmal probieren. Deswegen ziehen sie es jetzt auf die Art und Weise durch. Tja. Aber wem muss man denn das beweisen? Also außer sich selber. Tja. Auf jeden Fall du selber weißt ja, dass du beschissen hast. Also ich weiß nicht, ob man damit dann so zufrieden ist. Vielleicht vergessen die das. Also ich vergesse ja auch gerne Sachen. Vielleicht vergisst er das. Steht Vielleicht, doch hier in der ja. Liste. Ja. Ja. Erstmal. Naja. Also ich habe davon zwei kennengelernt, die das so gemacht haben. Zwei auch Und noch. denen war das Zwei. sehr wichtig, ja.
Okay, und die haben dann das GPS oder Garmin im Auto weiterlaufen lassen und der ja, Fahrer, genau. Der Pkw-Fahrer ist dann auch in typischem Fahrradtempo richtig. Gefahren. Genau, die haben sich auch, ich war da mit Nochheim unterwegs und die haben sich beispielsweise an uns immer orientiert und dann vorher haben die halt kurz überholt, Fahrrad abladen, wieder rein. Ach Quatsch, ich hatte das mit dem Garmin habe ich jetzt noch gar nicht bedacht. Danke, danke Tim. Ja, ja doch, das, die sind, die sind mit 25 gefahren. Durch die schottischen Highlands gefahren. Ja, aber dann müssen sie ja schon, ja, der Punkt ist, der Garmin-Track ist ja an solchen Stellen eigentlich völlig egal, der zählt ja nichts. Ja, ja. Das heißt, da muss sich ja jemand doch zumindest nachher auch noch, sagen wir mal, bei Strava mal suchen. Das ist ja schon komisch. Aber ich habe auch schon von Leuten gehört, die auf Brevet-Strecken abkürzen und wo es ja auch um nichts geht, außer um eine popelige Medaille, wenn man sie bestellt hat. Es geht immer nur um einen selbst und sein Rad und das Wetter und die Strecke und die Schönheit der Landschaft oder so. Ich weiß nicht, wie man auf solche Ideen kommt. Ja. Wetter hast du angesprochen, Andreas. Harald, wie war denn nach 635 Kilometern aufstehen, 3 Stunden geschlafen? Du hast rausgeguckt. Wie war denn dann das Wetter eigentlich so? Ich hatte immer bestes Wetter. Fast immer. Also tatsächlich kaum was Schlechtes berichten. Ich habe einmal einen Guss abbekommen. Der war ganz ordentlich und hat aber doch volle 10 Minuten gedauert. Und das war so ungefähr, was ich an schlechtem englischen Wetter erlebt habe. Der Rest war, ich habe eine ziemlich trockene Tour hinter mich gebracht. Okay. Das, was wettertechnisch, wenn für mich bemerkenswert war, war der Wind. Das war das Einzige irgendwie. Also nordgehend hatten wir wohl Rückenwind, den habe ich nicht so richtig wahrgenommen. Und südgehend, da ging es dann ordentlich zur Sache. Da war es dann so, also zum Beispiel vom höchsten Punkt, Jed Moss, das war ein Berg irgendwie in Nordengland, von 600 Metern Höhe ungefähr, also jetzt auch kein gigantischer Berg. Ja, aber so viel, da runter, wenn du so viele Kilometer in den Beinen hast, ne, tut auch der weh. Oh, der hat gar nicht auf null. Das war ein total cooler Berg. Also ich bin wahrlich nicht. Ja, ich bin nicht bekannt dafür, dass ich jetzt mit gut umgehen könnte. Aber der war einfach super klasse, weil der einfach sehr gleichmäßig ist. Der ist nicht besonders steil. Da gibt's irgendwie, wenn man nordgehend fährt, am Ende mal irgendwie eine kurze Rampe. Die hat dann, glaube ich, mal 12% oder so. Und der Rest ist irgendwie 5, 6, vielleicht mal 7% oder so. Und das sehr, sehr gleichmäßig. Ein total schöner Berg. Mag ich, mochte ich sehr gerne. Der war das auch da, wo der Typ mit dem Tee stand und den Keksen? Genau. Genau. Ja, ja. Ja, das war auf dem Rückweg. Ist die Abfahrt denn genauso? Also klar. Ja. Okay. Die Abfahrt ist ganz wunderbar. Nur, wenn du halt irgendwie ordentlichen Gegenwind hast und du auf solch einer Abfahrt, wo du normalerweise problemlos halt irgendwie mit 40, 45 und noch viel mehr, wenn man nicht wie ich bremsen würde, runterdüsen könnte, mussten wir halt zu dem Zeitpunkt dann irgendwie ordentlich reintreten, damit wir wenigstens die 25 schaffen. Also das war schon ganz happig, was da irgendwie zu leisten war. Character Building. Ja, gut. Aber ich meine, da hat Frank bestimmt mehr abbekommen als ich. Der hat, glaube ja, so ich, etwas ist, mehr ich über nicht den weg, Regen. Ja. Also Regen hatte weiß ich richtig gar nicht. Bitter. Ich hatte unter anderem, das war, nachdem ich dann im Anschluss habe ich nämlich Andreas getroffen, mich 80 Kilometer im Dauerregen gefahren. Also ja, im Brampton war Meter Sicht, ja. Ja, oh, 2-3 Meter Sichtweise gefühlt. Und das lief dann auch mit der Regenjacke. Irgendwann war einfach Schluss, ja. Oben im Helm rein, unten zum Fuß wieder raus. Das war auch der Grund. Die anderen beiden kennen das schon. Ich bin in diese Verpflegungsstation rein und bin mit voller Montur gleich unter die heiße Dusche, weil ich war so durchgefroren und habe erstmal geduscht. Also du hast komplett alles also ich gehe jetzt noch vom Helm. Das war eh durch. Helm und, Helm und Brille gehe ich noch davon aus, dass du sie abgenommen hast. Ja, warte mal, den Helm habe ich, glaube ich, sogar noch. Brille hatte ich eh nicht. Schuhe? Habe ich auch an. Ich hatte alles an, weil ich die Überschuhe drüber hatte. Ich wollte nichts aus. Ich wollte nur warm werden. Und das war sehr angenehm dann. Es war eh so nass, also ich konnte nicht nasser werden. In der Theorie verstehe ich deinen Gedankengang. In die Praxis. Ich habe zu Andreas schon mal gesagt, ich finde, das gehört zu so einer Veranstaltung wahrscheinlich dazu, aber er hat mir halt gesagt, das wäre nicht so. Jedenfalls nicht am zweiten Tag. Im Ziel vielleicht. Blöd. Also, aber ich hatte
Wechselsachen mit, also eine Laufhose, eine kurze und ein Oberteil. Und das habe ich halt angezogen, habe dann erstmal was gegessen. Und die Sachen habe ich auch nicht ausgerungen und dann bin ich damit wieder weiter. Da waren die aber nicht trocken, ne? Nee, aber danach war der Regen weg und Wind und Co. haben wirklich super dann Arbeit geleistet, war das relativ schnell trocken. Um das jetzt, ich versuche mich jetzt mal gerade auch so zeitlich und geografisch zu orientieren. Du warst einfach aufgrund deiner früheren Startzeit und deiner vielleicht etwas höheren Geschwindigkeit einfach so weit vorne weg, dass du in den Regen reingefahren bist, den der Harald, der dann nach dir kam, und der Andreas, der nach dir kam, einfach nicht mehr mitbekommen haben. Inner Leiden, glaube ich, ging das los. Mhm. Inner Leiden ging es bei mir los. Da hat es leicht genieselt, als ich nachts los bin. Das war es, glaube ich, so, ich würde sagen, um 2, um 3 nachts, da bin ich da weg vom Schlafen. Und dann wurde es immer stärker und mehr und mehr. Und da gibt es auch wenig, wo man sich mal unterstellen könnte oder so. Die Chance habe ich irgendwie verpasst. Und dann war es zu spät. Da hat es nichts mehr geholfen, sich irgendwo unterzustellen. Mhm. So. Diese richtig lange Regenzeit hatte ich quasi auf dem Weg über Jadmos, auf dem Hinweg, bin ich da schon einmal richtig nass und schweinekalt geworden und war zudem auch noch übermüdet, was auch eine direkte Folge meiner verfehlten Schlafstrategie schon beim ersten Mal schlafen lag. Hab mich da diesen Berg hochgekämpft. Ich fand den da auch überhaupt gar nicht angenehm zu fahren, ehrlich gesagt, weil ich war halt einfach übermüdet. Ich konnte kaum was sehen. Ich hatte nämlich auch noch diese fatale Erkenntnis, dass ich offensichtlich, das war mir noch nie bei Nachtfahrten, auch bei Regen vorher, nie so richtig aufgefallen. Sobald ich nur einen Reflex in der Brille hatte von irgendeiner anderen Lichtquelle, habe ich vor mir nichts mehr gesehen. Also es war wirklich fast wie schwarz dann. Und es hat stark geregnet und es waren immer mal wieder Lichter irgendwo und ich habe dann schlussendlich, glaube ich, große Teile des Weges, insbesondere die steileren Rampen, Jadmos habe ich tatsächlich geschoben, bin immer wieder, um Sekundenschlaf auszuweichen und mich wärmer zu halten, sowieso abgestiegen und ein bisschen gegangen. Und habe dann noch zur Krönung des Ganzen auf dem Runterweg die Sleep-Only-Kontrollstelle nicht gefunden, in der ich mich eigentlich aufwärmen wollte und eine Runde pennen wollte und musste dann bis Brampton durchfahren. Sleep-Only, was heißt das? Also wirklich, es gab eine Kontrollstelle, da konnte man zwar schlafen, aber es gab keine Versorgung ansonsten, außer Kleinigkeiten. Also es gab kein volles Essen und so, es war halt nur eine Schlafgelegenheit. Aber das wäre super gewesen. Angeblich standen da auch Essen Schilder. Da standen Schilder, Essen hätte es auch gegeben. Das war eine ziemlich feine super Kontrolle. Ja. Oder eben keine Kontrolle. Aber ich bin extra auf dem Rückweg dort nochmal wieder eingekehrt, weil es eben total nett dort war. Da war die bei mir eh schon abgebaut und zu, als ich da war. Harald, das klingt bei dir, Entschuldigung, wenn ich das so sage, immer nach einfach einem schönen, netten Ausblickchen. Ja, definitiv. Da gucke ich auf dem Rückweg noch mal rein, da habe ich neue Freunde gefunden. Also ja, aber das ist super. Ist das richtig? Ja, genau. Also ich hätte gerne die körperlichen Voraussetzungen oder würde mir gerne irgendwann mal die körperlichen Voraussetzungen schaffen, dass ich das genau so wie du da angehe. Also das. Also wenn ich mich an deine Statur erinnere, dann hast du die körperlichen Voraussetzungen. Danke für die Blumen. Wir haben uns gesehen, bevor das Kind kam. Das Gute ist, ich höre euch gerade nicht, weil ich immer mal wieder Unterbrechungen hier habe. Okay. Ich sagte Christian, nur, dass... redest du noch mit mir? Ja, es redet jeder hier. Gut. Ja, okay. Ich höre trotzdem nur leider sehr abgehackte Sachen. Okay. Du kommst aber klar rüber, wenn das hilft zumindest. Okay, das ist immerhin schon mal schön. Also du bist dann später nochmal da eingekehrt. Ich habe jetzt gerade ein bisschen das Problem, dass alles so ein bisschen durcheinander läuft, wo, wann, wer, wie, was passiert. Wenn wir das nochmal so ein bisschen einordnen können, wenn wir mal den Scheitelpunkt der ganzen Strecke nehmen, Edinburgh. Oder Edinburgh, wie spricht man es richtig aus? Es gibt drei Aussprachen und je nachdem, wo du herkommst. Sind drei bekannt. Also ich darf. Du hast. Ja? Ich darf dann Edinburgh sagen, wenn ich aus Köln komme. Genau, damit outest du dich, glaube ich, als irgendwo herkommt und keine Ahnung von nix. Ja, das ist gut so. Das betrifft mich. Dann gibt es, glaube ich, das landläufige Edinburgh. Mhm. Das ist, glaube ich, irgendwie weit verbreitet und in Edinburgh selber sagt man, glaube ich, Edinburgh. Edinburgh, okay. Edinburgh.
da war ja dann der Scheitelpunkt und wahrscheinlich auch eine größere Verpflegungsstation, wo man zum Beispiel, wie du eben sagtest, Andreas, die Pakete oder die Beutel aufnehmen konnte. Nee, nicht, die waren nicht größer oder kleiner. Also es gab schon unterschiedlich große Schulen. Es waren eigentlich nahezu alles Schulen. Aber die waren jetzt, in Moffat zum Beispiel vor Edinburgh war auch eine sehr große Schule. Und die beiden nach Edinburgh zum Beispiel, das waren irgendwie eher kleinere, das ist richtig. Aber Edinburgh war jetzt keine besonders ausgewiesene des Punktes wegen eine besonders große Schule. Okay, aber das war für euch doch mit Sicherheit, das ist ja eine Zäsur bei der ganzen Veranstaltung, ne? So, ich habe jetzt die Hälfte. Wie ging es euch da? Also jeder Einzelne, so was hattet ihr für ein Gefühl? War es so nach dem Motto, komm, Hälfte gepackt, über den Berg rüber, jetzt nur noch nach Hause gerollt in dem Sinne? Oder was für ein Gefühl hattet ihr da? Fangen wir mit dem, der als erstes da war, an. Du, Frank, dann wahrscheinlich, ne? Das Gefühl, was du so beschreibst, hatte ich, glaube ich, gar nicht. Habe ich mich überhaupt nicht dran erinnert. Für mich war das ein Teil einer Strecke. Okay. Also im Vorfeld hätte ich diesen Gedanken auch, aber im Fahren nicht. Also ich habe da ja schon einmal geschlafen, 3 Stunden. Bin dann da sozusagen zum zweiten Frühstück. Und dann geht es einfach weiter. Und dann muss ich auch sagen, Edinburgh war so die Verpflegungsstation nicht die beste, schönste. Also gab es wesentlich schönere, wie Harald schon beschreibt, unterwegs. Die ich auch lieber genommen habe, die kleineren, gemütlicheren, wo die Leute auch sehr viel netter waren. Überall sehr nett, aber da oben war es ein bisschen unpersönlicher sozusagen. Und da bin ich einfach weiter. Mhm. Also ich kann nicht sagen, dass das für mich so ein Scheitelpunkt war. Okay, interessant. Hätte ich jetzt total erwartet. Also so. Also bei mir nicht. Dann kamst du, glaube ich, Harald, als Nächster da an? Ja, ich vermutlich. Also ich gucke jetzt gerade das Bild dazu passend an. Ich habe dann da nochmal gepostet. Also es war für mich insofern natürlich schon als Halbzeitpunkt irgendwie bemerkenswert. Ich weiß, dass ich da knapp unter 48 Stunden geblieben. Das war für mich vom Zeitmanagement her eigentlich total super. So hatte ich mir das irgendwie im Vorfeld erhofft. Genau 2 Minuten eher war ich nämlich irgendwie drin, das passte super. Aber im Grunde genommen, dadurch, dass ich an der vorherigen Kontrolle eben auch geschlafen hatte, war das für mich auch nicht mehr als nochmal ein bisschen was essen und dann weiter. Mhm. Erst recht auch deshalb, weil die Kontrolle zum Beispiel nur in irgendeinem Vorort von Edinburgh irgendwie lag. Und ich kam halt morgens um 7:45 da ran. Das heißt, in der Anfahrt dahin habe ich halt die morgendliche Rush-Hour mitbekommen. Okay. Und da führte die über nicht ganz so schöne Strecken. Also ich war einerseits froh, dass ich da irgendwie endlich angekommen war. Andererseits war ich halt von dem dort dann mal etwas stärkeren Verkehr mittlerweile genervt und war halt irgendwie froh, dass es dann wieder irgendwie in die Lowlands reinging, wo weniger Verkehr los zu erwarten war. Nö, also von daher, das ist gut, da oben gewesen zu sein, aber war jetzt auch nicht das Riesenereignis, auch in dem Wissen, dass man halt nochmal irgendwie seine weiteren 700 irgendwas Kilometer nochmal zu fahren hat. Okay. Andreas, also auf den Distanzen ist da nicht so, ist Hälfte, glaube ich, nicht so entscheidend. Für mich war es mit einer naiven Einstellung. Ja, für dich? Für mich war es tatsächlich ein Wendepunkt, allerdings auch nicht so sehr, weil das jetzt wirklich die Hälfte in Edinburgh war, sondern ich bin auch nachts in Edinburgh eingefahren, was ich ziemlich eklig fand. Besonders die letzten paar Kilometer bis zu der Kontrollschule waren sehr unübersichtlich und es war nass und glitschig. Es war nicht so schön. Ich war aber glücklicherweise da mit 2, 3 anderen Leuten gleichzeitig unterwegs. Wir konnten uns da so ein bisschen den Weg zeigen. Und ich wollte halt auch dort dann wieder schlafen, weil ich mir Schottland im Hellen antun wollte. Ich hätte an der Stelle ich war ja mal wieder nur 10 Stunden auf der Straße seit meinem letzten Wahoo Element Start. Aber ich wollte definitiv den zweiten Schottlandschlag im Hellen fahren. Hab mich deshalb auch dort nochmal aufs Ohr gehauen und war, als ich ankam, 5 Minuten unter meinem Zeitmaximum. Also ich lag eigentlich gut in der Zeit. Noch, obwohl ich einen Katastrophenpannentag hinter mir hatte, nachdem ich nach meiner ersten Schlafpause losgefahren war, mit einer netten Plattenserie. Was heißt eine Plattenserie? Also Christian, was war dein Rekord letztens? Waren es 3? Nee, das war mehr.
weil ich der Mantel, der war eingeritzt und er hat immer wieder den Schlauch dann verletzt. Ich weiß nicht, 4 oder 5. So, Andreas, top. Ja, das ist, also mit einstelligen Zahlen habe ich mich nicht zufrieden gegeben während der kompletten Tour. Ich hatte halt wirklich, ich glaube an der Wachphase hatte ich hauptsächlich einiges an Regen, aber ich glaube tatsächlich kein Platten. Ich hatte auf der Strecke bis Brampton unheimlich viele Platten. Die haben halt viel Zeit gekostet und viel Nerven. Und da war ich aber guter Dinge. In Edinburgh war ich wirklich guter Dinge, als ich ankam. Und ich war auch noch guter Dinge, als ich wieder losfuhr, weil die Landschaft ist grandios. Ich fand die Auffahrt zum Devil's Tap war absolut phänomenal. Es war auch eine relativ lange Auffahrt, es ging die ganze Zeit nur bergauf, das macht mich eigentlich nicht so an, aber ich habe es wirklich genossen. Man konnte halt so die ganze Zeit, konnte ich halt so in noch erträglicher Geschwindigkeit vor mich hinkurbeln. Mhm. Ich wurde dann gelegentlich mal von irgendwelchen Indern und Pakistani überholt, das war auch sehr nett. Auch eine spanische Gruppe, Trüppchen, habe ich da immer mal wieder getroffen. Wir haben uns dann gegenseitig bei Fotopäuschen überholt oder beim Austreten. Ja, aber ich habe sie dann bergabwärts, als es dann nur noch runterging in Richtung Edinburgh, habe ich sie halt irgendwann wieder verloren, weil ich da halt einfach mit der Liege immer deutlich schneller unterwegs bin als die Aufrechtfahrer. Aber hatte ich das, diese Plattenserie, hatte ich das nicht, also... Es hat mich angekotzt. Ja. Es war schlimm. Also über den ersten, es ist ja so, Pannen auf Langstrecken passieren. Ja. Überhaupt gar kein Thema. Ich war allerdings in den beiden Brevet-Saisons davor relativ verschont geblieben. Da bin ich total ohne Platten durch die Gegend gefahren. Da ist mir unterwegs nie was passiert. Erst so am nächsten Tag da morgens in der Garage oder so. Als ich dann den ersten hatte, das war so eine Stunde, anderthalb, nachdem ich nach meiner ersten Schlafpause wieder losgefahren war, habe ich mir nicht weiter was dabei gedacht. Ich hatte aber dann nach weiteren 2 Stunden den nächsten, nach weiteren 2 Stunden den übernächsten und nach noch einer Stunde wieder den nächsten Platten. Die ersten beiden war es auch trocken, bei den nächsten beiden hat es geregnet. Das macht dann halt irgendwann keinen Spaß mehr, nee, weil ich verliere nicht bei einem Platten eine halbe Stunde Zeit. Mhm. Weil ich einfach schlecht bin. Ich bin ein schlechter Mechaniker, ich brauche immer Ewigkeiten für irgendwelche Dinge. Fängt an mit Werkzeug rausgraben und nachher wieder einpacken und darauf achten, dass man nichts vergisst, bis hin dazu, dass ich auch manchmal schon mal 3 Anläufe brauche, bis ich das Dreckshinterrad beim Liegerad hinten wieder in Scheibenbremse und Ausfallende gleichzeitig reinbuxiert habe. Und dann ist man halt angenervt, ne? Mhm. Das schlägt dann auf die Gesamtstimmung und das schlägt dann auch sofort eine gewisse Zeit lang auf die Performance, bis man dann wieder eingerollt ist und so denkt, boah, schon 50 Kilometer, kein Platten, super, alles wird schön. Und das war aber auch tatsächlich die Laune, die ich hatte, als ich in Edinburgh reinkam. Spät nachts habe ich gedacht, okay, ich hau mich hier aufs Ohr. Die Kontrolle war, durch das ich war ja schon dann nachmittags, ich war 5 Minuten unter Zeitlimit. Während meiner Schlafpause wurde die Kontrolle offiziell geschlossen. Okay. Das fand ich, wenn es einen Organisationsmangel gibt, dann ist das die Schließungszeit der Kontrollen für die Leute, die nachmittags und spätnachmittags gestartet sind. Mhm. Denn jetzt vergleich das mit der Situation, die Harald oder Frank hatten, die sind morgens losgefahren. Wenn die dort mit 5 Minuten Zeitlimit gewesen wären in Edinburgh, hätten die noch volle Versorgung gehabt. Bei uns gab es schon weniger Essen. Es gab nicht mehr das volle Programm, weil die waren ja quasi schon beim Vorbereiten des Abbaus. Ich war nachts um 12 da, um 4 schloss die Kontrolle offiziell. Da gab es nichts mehr. Es gab keinen Weckdienst mehr morgens, das war ein Punkt. Ich durfte mir meinen eigenen Wecker stellen. Ja, glücklicherweise gab es morgens noch so ein Notfrühstück. Die Teams dort, die haben sich reingehängt. Die haben alles an Zeugs rein noch angeboten, was noch da war und nochmal extra Kaffee gemacht oder Tee gemacht, wenn man wollte. Das war kein Thema. Die Menschen waren total nett. Aber die Organisationsstruktur war, fand ich, ein bisschen eng an der Stelle. Okay. Weil hinter mir kamen ja auch noch Leute, ne? Zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht außer Zeit.
Und ich hatte noch durchaus alle Möglichkeiten offen, auch wieder bis nach London zu fahren. Von daher fand ich das schon ein bisschen doof. Also in der Tat ist ja so, also ne, solange du noch in der Zeit bist, sollte dir auch die volle also sollte dir alles Zugesagte und alles, also der im Zeitlimit ist, sollte der Erste genauso gut sein, sollte der Letzte genau das gleiche kriegen wie der Erste. Deswegen, ja, kann man durchaus. Aber an dieser Stelle ist kein, klingt kein Vorwurf oder keine echte Missstimmung mit. Ich finde halt nur, der Orga-Rahmen könnte an der Stelle 4 oder 5 Stunden mehr der Kontrolle zubilligen. Das Problem ist natürlich, die sind in Schulen. Deshalb ist auch dieser Termin Anfang August da. Es müssen halt Ferien sein, wenn man das so machen will. Mhm. Die hatten natürlich auch, das ist eine lange Veranstaltung, ne? Die Leute sind lange beschäftigt, die Schulen müssen wieder aufgeräumt werden. Man kann schon verstehen, aber... Ja, klar. Also aus deren Sicht kann ich das auch 100% nachvollziehen. Ne? Nur eine Veranstaltung, entweder dann setzt du halt das Zeitlimit so, dass wenn das Zeitfenster so klein ist in so einer Schule, dass du da zur Verfügung stehen hast. Das ist ja völlig in Ordnung. Nur dann muss man halt den Teilnehmern das auch so klar durch die Zeitfenster vorgeben, finde ich. Ja, das war ja vorher, das ist ja vorher bekannt. Das ist ja nicht das Thema. Ja. Aber du hast halt diese 116 Stunden, die sind ja offizielles Brevet-Limit für die Strecke. Die ist halt auch vorgegeben. Und sie müssen das alles irgendwie unter den Hut bringen. Egal, ich fand super da. Ich konnte morgens, ich habe auch noch was zum Frühstück gekriegt. Ich konnte gut gelaunt auf mein Rad steigen. Und aus Edinburgh, man fährt ja runter quasi nach Edinburgh. Leider muss man dann am nächsten, wenn man wieder aufs Rad gestiegen ist, auch gleich wieder nur nach oben. Aber ich glaube, das war eine der schönsten Radetappen meines Lebens bisher. Das war die aus Edinburgh raus, über Innerleiten und wie heißt dieses andere kleine Kaff noch? Eskilstermoor. Ja, genau. Ich wiederhole es jetzt nicht nochmal. Vielleicht das fand ich jedenfalls, war wirklich eine der schönsten Strecken, die ich bis jetzt gefahren bin. Absolut. Da gab es auch viel Publikum, ein Haufe Schafe, gell? Ja, genau. Ich hatte auch mal plötzlich Rinder auf der Straße. Vor Schafen wurde ja immer gewarnt, aber irgendwann fuhr ich durch so eine kleine Ansiedlung, 3, 4 Häuser oder so weiter standen da und dann liefen da plötzlich Rinder rum. Aber die haben ja auch nichts getan. Ganz was anderes. Wie habt ihr, hattet ihr alle irgendwie ein Garmin, Wahoo oder sonst was zur Navigation am Rad? Ich Garmin, ja. Ja, ich war auch mit dem Garmin unterwegs. Mhm. Und ich bin auch komplett dem vorgeschlagenen Track gefolgt. Also das ist vielleicht auch ganz interessant bei der Veranstaltung. Man muss nur die Kontrollen erreichen, man muss nicht einem bestimmten Track folgen. Die Veranstalter stellen aber halt Track bereit, den sie halt dementsprechend auch irgendwie ganz gut ausgearbeitet haben. Ich fand den ganz hervorragend, wirklich schön zu fahren, tolle Strecken. Würde ich auch jederzeit wieder machen. Ich weiß aber von anderen, zum Beispiel auch von Velomobilfahrern oder so, die zum Beispiel sagten, nee, es gibt da ein paar Strecken, ich fahre lieber außen um die Berge rum und nehme dann lieber 15 Kilometer mehr, 15 Kilometer mehr Strecke mit, statt Höhenmeter. Strecke statt Höhenmeter, statt eben nochmal da irgendwie über die Hawardian Hills zum Beispiel irgendwie drüber zu fahren. Da fand ich aber auch den Belag manchmal sehr ekelig, oder? Ja. Wurde ich schon zigfach gefragt, was ich zu dem Belag sagen würde in England, und ich kann nichts Schlechtes berichten. Also ich würde sagen, dicke Reifen helfen da eine Menge. Also ich habe mich durchgehend wohlgefühlt und würde auch das mit meinen Händen zum Beispiel auch nicht dem Belag irgendwie ankreiden wollen. Was für Reifen bist du gefahren, wenn wir das gerade haben? Ich fahre so 42 mm. Mhm. Und das auf 650B, also ein bisschen kleinerer Umfang, und das fährt sich sehr geschmeidig. Du, Frank, was mit normaler klassischer 25? Klassisch Rennrad, 25 mm Conti. 4000. Achbar, zack, los geht's. Genau. Ich habe aber den Fehler gemacht, mein Reifen hatte schon eine ganze große Strecke hinter sich. Und ich dachte mir, never touch a running system, hat das einmal 5 Platten und Manteltausch auch bezahlt. Okay. Also weil der Belag ist aus meiner Sicht zumindest definitiv viel rauer, als wir in Deutschland als Rennradfahrer, sagen wir mal, gewohnt sind. Darauf sollte man sich so ein bisschen vorbereiten, das habe ich nicht gemacht. Und das habe ich halt ein bisschen gebüßt. Deswegen musste ich im Gegensatz zu Harald auch mehr Geld ausgeben unterwegs. Immer Schläuche nachkaufen. Wo hast du denn Mantel gekriegt? Ich hatte einen Mantel dabei und auch die gab es nonstop unterwegs immer zu kaufen. Okay. Also auch das wäre noch. Wenn man nicht 650B gefahren ist.
Ja, das ist vielleicht so. Also hier Conti 4000, 25 mm, das ist ja so wahrscheinlich der Standard aller Standards im Rennradumfeld zumindest. Die gab es auf jeden Fall an jeder Ecke zu kaufen. Und bei jeder Und an den Verpflegungsstation war Kontrollen. immer eine Werkstatt und die haben das Genau. gemacht. Also abgeben, essen gehen, wiederkommen, fertig. Okay. Boah, das klingt doch nach paradiesischen Verhältnissen. Ja, fand ich auch so. Ihr seid jetzt alle drei auf dem Rückweg. Frank, dich haben wir ganz weit vorne, was heißt ganz weit vorne, aber du warst jetzt bei 45 Kilometern schon schlafen. Gab es sonst irgendwelche Ereignisse bei dir jetzt zumindest auf dem Rückweg, außer hier mal einen Platten, da mal einen Platten, die Ja, du auch hast? die Andreas, die Streckenteil, den er angesprochen hatte, empfand ich auch sehr schön. Hm? Aber kenne ich, ich wohne in Thüringen, unsere Strecken hier sind alle so, Andreas. Ach so, Der, ja, das kann ich zum Unterschied ist Teil nur. bestätigen, aber Was ich sehr schön fand, an den also Schafen viele müsst ihr Schafe, arbeiten. ja, da müsst, also das fand ich aber ein Risiko zum Teil. Also gerade in den Nachtfahrten muss man ganz schön gucken. Ja. Die rennen ja dann auch nicht zur Seite oder so, die sind ein bisschen unangenehm. Also ich hatte, das war auch das Einzige, was ich so ein bisschen negativ erfahren habe. Wir haben, da war ich gerade mit einem kleinen Mannschaft unterwegs, zu dritt, und da haben wir einen im Graben gefunden, zum Glück. Dem ist ein Dachs ins Vorderrad gerade gelaufen und der hat sich ganz schön gewürfelt, da war das Knie hin. Oh, Ah, das jedes war sehr Mal kommen unangenehm. also Dachszwischenfälle sind Legende bei Ach London, so, siehst Edinburgh, du. London. Ja, wir hatten so einen getroffen und der war sehr froh, dass wir da gerade kamen. Und dann haben wir da auch gleich diese Notfallnummer gerufen und die kam dann auch. Um Gottes Willen, ein Dachs ins Rad gelaufen. Ja, das ist ein bisschen unangenehm, ne? Ja, das wird nicht noch euphemistisch ausgedrückt. Aber ansonsten, also für dich eine relativ ereignislose, im positivsten Sinne, Rückfahrt. Harald, du irgendwas Besonderes oder einfach nur die netten Leute wieder getroffen, die du auf dem Hinweg schon kennengelernt hast und Ja, also ich Mannschaft hatte genossen? eine besondere, wenn auch nicht unbedingt richtig schöne Situation, also aber auch nicht unschön. Also ich habe ja eine Zeit lang ganz gerne irgendwie Bilder von mir mit meinen Cycling-Caps gemacht und war dann an eben diesem Dienstag, den ich da unterwegs war, auch dabei, habe irgendwo in den Bergen ein Bild gemacht und wollte dann in der Kontrolle eben in diesem Eskilstamur das Foto posten. Und ich habe zu dem Zeitpunkt eine Cap getragen von dem Transcontinental Race und war gerade dabei, das zu schreiben und hatte in dem Zuge dessen zum Beispiel auch den Hashtag BeMoreMike damit untergebracht. Ja. Und Vielleicht hatte magst du den gleichzeitig Hintergrund die. kurz, vielleicht magst du den Hintergrund kurz erklären, weil das weiß jeder. Genau, Mike Hall ist halt auch ein Langstreckenradler, der in Australien vor kurzem tödlich verunglückt ist bei einem Autounfall. Und in dem ganzen Zuge war es dann halt so, ich machte dieses Foto fertig und mit dieser Cap, das waren halt viele Erinnerungen. Und gleichzeitig hatte ich halt an dem Tag erfahren, dass auch bei dem gerade gestarteten Transcontinental Race ein weiterer Fahrer auch schon bei einem Autounfall tödlich verunglückt war. Der heißt Frank, kam aus den Niederlanden. An dieser Kontrolle sitze ich mit jemandem am Tisch, der mich anspricht und meint so, ja, und hier deine Transcontinental Cap, bist du denn da mitgefahren? Und meinte ich so, nee, trage ich nur so, weil es mich halt irgendwie interessiert. Ja, und dann erzählte er eben weiter, also ob ich denn schon von dem Unfall gehört hätte. Hatte ich auch schon. Und dann erzählt er weiter, ja, also Frank, der da tödlich verunglückt sei, mit dem wäre er kürzlich noch Brevets gefahren, den würde er kennen und überhaupt. Und in dem Moment drehe ich nur mein Handy um, zeige ihm dann so von wegen meinen Hashtag Be More Frank. Und hat er halt in dem Moment auch den Frank kenne ich nicht, aber diesen Frank kenne ich nicht. Aber hatte halt irgendwie die Situation im Kopf und fand das irgendwie irre, dass das wieder manche, wenn auch nicht ganz schöne Ereignisse miteinander zusammenkommen. Das war dann doch etwas berührender Absolut. für mich. Ansonsten war aber der Rückweg dann im Grunde genommen genauso schön. Also ich bin halt auch vieles dann am Tag habe ich tolle Sachen wieder gesehen. Ich bin da halt auch schön über die Berge gekommen. Scroll hier gerade ein bisschen durch meine Bilder, um selber Erinnerungen zurückzurufen. Sehe irgendwelche Bänke, auf denen ich dann mal noch kurz Nickerchen gemacht habe. Wie viel hast du denn noch mal, also nachdem du diese 3 Stunden nach 630 Kilometer gefahren bist, wie waren denn so die anderen Schlafphasen danach? Also ich habe die ganze Tour für mich in drei Abschnitte aufgeteilt. Der zweite Abschnitt, da war ich dann ungefähr 23 Stunden unterwegs mit 16 Stunden Fahrzeit.
und habe dann, wo habe ich denn dann geschlafen nämlich? Das heißt, da bin ich 315 Kilometer ungefähr am Stück gefahren. Und bin in, genau, in Barnard Castle, nach dem Judd Moss, diesem höchsten Berg. Da habe ich dann auch nochmal ungefähr 3 Stunden Schlafpause eingelegt. Okay. Dann warst du dann danach bei 900, sagen wir 950 ungefähr? Da hatte ich dann 950, genau. Und der letzte Abschnitt waren dann nochmal knapp 500 Kilometer, die ich dann nochmal in wieder einem Rutsch durchgefahren bin. Ein Rutsch heißt, ich habe immer mal wieder 15, 20 Minuten Pause irgendwo auf einer Bank irgendwie in der Bushaltestelle oder so gemacht. Aber eben keine lange Pause mehr, wo ich dann irgendwie mich auf eine Matratze gelegt hätte. Ja. Aber ansonsten klingt das nach einem relativ im besten Sinne, ereignislosen Rückfahrt. Also so, wenn man ein Ereignis als etwas Negatives... Ich bin halt gefahren und ja, bin halt wollte halt dann da wieder zurück. Genau. Und mich halt irgendwie... Du musst dir immer da vorstellen, du hast halt eine sehr schöne Strecke, ne? Also, ist einfach lohnend, so habe ich es mal empfunden. Ja, aber man muss ja trotzdem sehen, also das Fahrrad fährt sich ja trotzdem nicht von selber. Ne? Also, es sei denn, man hat es auf dem Dach. Also, man kann es natürlich auch schon ein bisschen erahnen, es wurde anstrengender alles. Also, den ersten Abschnitt bin ich mit 22 km/h im Schnitt gefahren. Zweiter Abschnitt mit 19 und dritter Abschnitt dann bin ich bei knapp 19 geblieben. Also da habe ich dann anscheinend irgendwie für mich den passenden Tritt gefunden, trotz des Gegenwindes oder gerade wegen des Windes. Das passte dann irgendwie so. Also so eine Reisegeschwindigkeit. Ein bisschen, ja. Also da war wahrscheinlich nicht so viel irgendwie auf und ab irgendwie drin, dass es irgendwie... das kriege ich wohl, glaube ich, ganz gut hin, dann kontinuierlich halt irgendwie mein Ding zu machen. Was vielleicht noch erwähnenswert schön war irgendwie, immer. Ich habe mittendrin sozusagen in Kingston-upon-Hull wohnt ein Freund von mir, Mika, und der hat es sich nicht nehmen lassen, mich jeweils auf Hin- und Rückweg dort irgendwie abzupassen. Der hat dann halt irgendwie geguckt, wo ich gerade stecke. Ich hatte halt zum einen auch einen eigenen Tracker mit dabei, sodass man sehen konnte, wo ich ungefähr rumhänge. Und das andere ist, dass man auch an den Kontrollen ein- und ausgecheckt hat, sodass über eine Webseite auch erkenntlich war, zumindest wann man wie lange in den Kontrollstellen war. Und das hat er halt irgendwie alles genutzt, sodass er dann eben sich an passende Stellen irgendwo an die Straßen gestellt hatte und mich irgendwie in Empfang genommen hat und dann seine Abendrunde jeweils mit mir da irgendwie noch gedreht hat. Also das war ziemlich klasse. Betreutes Fahren. Ja, betreut nicht und unterhaltendes Fahren. Also das war dann schön irgendwie ein bisschen gemeinsames Plaudern. Es war nicht so, dass ich ihn jetzt irgendwie gebeten hätte, irgendwie mir noch dieses und jenes mitzubringen oder irgendwas zu machen. Wir haben einmal einem anderen noch irgendwie ausgeholfen beim Flicken. Der hatte irgendwie arge Probleme, der stand auch arg neben sich. Aber es war jetzt nicht so, dass ich Mika als Support irgendwie da hingebeten hätte, sondern der war halt da und wir sind halt ein paar Kilometer gemeinsam gefahren. So klang das auch überhaupt nicht, als Hilfestellung. Nee, einfach jemand, also ein Kumpel, der noch ein Stück mitfährt. So genau, klingt das. Genau so. Ja, wie war dein Nachhauseweg, Andreas? War der ereignisreicher? Also der Schlag aus Edinburgh raus war eigentlich wieder super, außer dass ich, kann man vielleicht noch mal was zur Großwetterlage sagen. Also ja, das Problem war, weshalb auch die Wettererlebnisse so unterschiedlich waren, es gab so ein System von 7 oder 8 Tiefdruckgebieten, die quasi im Norden der Insel durch die Gegend schwirrten und das Wetter bestimmten. Und das hatte halt zur Folge, dass immer wieder so Schauerfronten und Sturmfronten durch die Gegend zogen. Und je nachdem, wo man selber gerade war, wurde man halt davon erwischt, sah sie hinter sich aufziehen oder hoffte, und so ging es mir nämlich auf meinem Weg rückwärts, auch dann über Judd Moss, dann zum zweiten Mal so, dass man schaute, der Wind steht da, die Sturmfront oder Regenfront kann man da vorne schon sehen über dem nächsten Hügel. Wie ist der Streckenverlauf? Trifft die mich oder trifft sie mich nicht? Und das war sehr, sehr spannend für mich auf dem Weg über Judd Moss.
Hat aber gut funktioniert, erst auf den letzten 10 Kilometern der Abfahrt wieder runter. Fing es dann an zu regnen und die Fahrbahn war wieder nass, so dass ich da eigentlich gut drüber gekommen bin, im krassen Gegensatz zum Hinweg. Also erstens konnte ich was sehen und es war schön und zweitens blieb ich tatsächlich trocken, obwohl ich glaube ich zwischenzeitlich gab es mal ein bisschen Schauern, dass ich die Regensachen angezogen habe, aber ansonsten war es ganz nett. Und mein Problem war nur übernächtigt an dem Punkt, ne? Nee, da war ich fit. Ich hatte ja in Edinburgh geschlafen. Ich bin aus Edinburgh raus bis zu meiner nächsten größeren Pause auch wieder nur 218 Kilometer gefahren. Was damit zusammenhing, dass es halt wieder anfing zu regnen. Und ich hatte ja dieses krasse, miese Erlebnis vom Hinweg, dass ich im Dunkeln bei Regen nichts gesehen habe. Mhm. Und jetzt war ich wieder da. Ich war schon 16 Stunden unterwegs, davon irgendwie knappe 12 in Fahrt. Also das ist ja mal schon mal so ein erster wichtiger Müdigkeitspunkt. Wir kamen durch einen Ort und es regnete in Strömen und was tun? Was sollte ich machen? Weiterfahren mit Sicherheitsrisiko, dass ich nicht sehe, gerade dann wieder im etwas besiedelterem Gebiet. Nein, es war ja kurz vor Barnard Castle. Bis dahin wäre ich eigentlich sowieso planmäßig nur gefahren. Also habe ich Stopp gemacht und habe vielleicht einen Fehler gemacht, nicht in einem Hauseingang den Regen abzuwarten, sondern und dann so ein Nickerchen zu machen. Nein, ich habe die bequeme Variante gewählt. Es gab eine heiße Dusche. Zu essen gab es nichts mehr. Zu trinken gab es nichts mehr in dem Hotel. Aber es gab eine heiße Dusche und ein warmes Bett. Das erste Mal nach was Vernünftigem für mich. Einem japanischen Pärchen ging es genauso, die waren auch mit mir da. Wir konnten unsere Räder sicher abstellen. Das war direkt an der Hauptdurchgangsstraße in diesem Örtchen. Und man wollte uns aber was zum Frühstück hinstellen in der Hotelküche. Das war total krass. Also wir sind dann da durch die innersten Gänge und Räumlichkeiten des Hotels morgens gestolpert. A, zum Frühstück und B, mussten wir auch wieder an unsere Räder. Morgens war da natürlich noch keiner. Das war toll. Also es war wirklich total nett. Das war, ja. Und da gab es dann aber Frühstück? Ja, die hatten wirklich so Toast rausgestellt und so ein bisschen so Marmeladen und es war sogar der Toaster angeschlossen, eine Kaffeemaschine, der Vollautomat war extra schon eingeschaltet oder dann nachts nicht ausgeschaltet worden, dass wir morgens Kaffee oder Tee hatten. Das war toll, also und da bin ich auch froh gelaunt wieder losgefahren. Zwar schon out of time durch die Übernachtung, da war ich dann wirklich schon aus der Zeitwertung eigentlich raus. Und eine Frage an den Punkt. Du sagst, weil ich selber bin ja auch jemand, der ab und zu schon mal gegen Zeitlimits gekämpft hat, ne? Und sich mit solchen, sich immer hin und her gerechnet hat und Gedankenspiele, die man dann durchspielt. War das so, dass du aus dem Zeitlimit so raus warst, dass es für dich keine realistische Möglichkeit mehr gab, dich sozusagen zurückzufahren? Oder war einfach an dem Punkt klar, okay, im Zeitlimit wird das nichts? Auch selbst wenn du jetzt hier unrealistisch schnell sein wirst, das funktioniert nicht mehr. Also zu dem Zeitpunkt war es eigentlich, ich war zwar out of time, es war sehr wahrscheinlich, dass ich das auch nicht wieder würde rausfahren können, weil man las ja durchaus unterwegs auch den ein oder anderen Tweet von Leuten, die schon weiter vorne waren. Und die Berichte, die da kamen, was die Gegenwindsituation anging, insbesondere dann in den Fans, die waren schon recht ernüchternd. Also da konnte man konnte sich ausrechnen, Zeit rausfahren wird schon hart. Das würde nur über weniger Schlaf funktionieren. Mir war das aber völlig egal. Die 116 Stunden waren mir zu dem Zeitpunkt relativ wumpe. Ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich das noch ganz locker nach Hause fahren kann. Bis zu dem Zeitpunkt, als meine zweite Plattenserie anfing. Das passierte nämlich just, als ich dann da wieder bis Barnard Castle kam, ich noch ganz gut. Es war schön, es war ein trockener Morgen, die Sonne ging auf, alles super. Und Barnard Castle war schon abgebaut. Zwischendurch in diesen kleineren Kontrollstellen nach Edinburgh habe ich auch tatsächlich überall noch ein Stempelchen gekriegt und auch noch was zu essen, obwohl schon dann die Zeit quasi weg war. Aber im Barnard Castle war quasi nur noch Aufräumkommando und so ein paar Did-Not-Finisher standen da noch rum.
Da habe ich mich also nicht lange aufgehalten, bin weitergefahren und danach ging es halt los. Platten, flicken, alles gut. Ist ja der erste am Tag. Ich hatte ja schon am Tag vorher keinen gehabt. Man wird bescheiden. Man wird bescheiden, genau. 20 Kilometer weiter, Platten. Strömender Regen während der Reparatur setzte der dann ein. Naja, Regenwetter hat mir nichts ausgemacht. Tatsächlich, weil ich mich vorher mit neuer Regenjacke und einer Dreiviertel-Regenhose eingedeckt hatte. Das hat sich total bewährt. Ich bin sonst ein Gegner von Regenhosen und Regenjacken. Ich werde lieber nass, solange ich warm bleibe. Aber diese neue Regenjacke und auch die VD-Dreiviertel-Regenhose sind wirklich super. Ich habe nämlich nicht da drin geschwitzt, also nicht geölt wie so ein Hering, was ja sonst leicht passiert. Weil durch die Dreiviertelhose bläst von unten immer ein Wind rein, gerade beim Liegerad. Es war immer so ein bisschen Durchzug in der Hose, das hielt die Beine trocken. Das kennt man sonst nur aus dem horizontalen Gewerbe. Genau. Oh mein Gott. Ja, aber so ein schönes, also der Gegenwind, ja, ja. Der Wind hat halt ein bisschen in die Hosenbeine gepustet, das war schon echt ganz gut. Und die Jacke war auch super, also das Schwitzen war kein Thema. Gerade bei so feucht-kühlem Wetter ist ja häufig dann die Atmungsaktivität steht zwar gerne mal auf dem Etikett, aber sie kann dann physikalisch nicht mehr so gut wirken. Nee, aber das hat wirklich super funktioniert. Der Regen hat aber natürlich beim Reparieren gestört. Es nervt mich nicht so sehr wie Nasswerden beim Plattenflicken. Das finde ich total ätzend. Ja, das kann ich unterschreiben. Und dann der zweite Platten ging noch, weil ich hatte immer ganz gute Stellen, wo ich flicken konnte. Also was weiß ich, nicht nur Hofeinfahrt mit Kies oder so oder ein Mäuerchen, wo man sein Zeug drauf ablegen konnte oder so. Das finde ich immer, darf gerne mal nett sein, auch bei einer Panne. Die dritte an dem Morgen war dann allerdings an einer relativ schmalen Straße, die relativ matschig war. Das hätte einen schon verdächtig vorkommen sollen. Links und rechts sofort Hecken, kaum Platz, um was zu reparieren. Es regnete und alle 2 Minuten fuhren 40 Tonnen an mir vorbei. Da war irgendwo so eine Baustelle und die fuhren aus Bodenaushub durch die Gegend. Ich habe die Krise gekriegt. Ich glaube, das war wirklich das Ereignis, was mich ziemlich fertig gemacht hat. Mhm. Weil ich mir da schon sagte, erstens schon der dritte Platten auf irgendwie 50 Kilometern oder so. Ihr könnt das in meinem Strava-Bericht irgendwie nachlesen. Ich weiß gar nicht, ob man das auch als nicht angemeldeter Strava-User lesen kann. Ich werde auf jeden Fall die Strava, ich werde alle Strava-Profile und werde das alles verlinken. Unter der Folge in den Shownotes. Wer das also nachschauen möchte, dann. Ich habe es jetzt gerade auch nochmal verlinkt. Das war jedenfalls, die Reparatur war wirklich schlimm. Und kaum hatte ich mich davon, von diesem Erlebnis befreit, hatte ich dann wieder einen Platten. In einer groß angelegten Kieseinfahrt konnte ich mir es da allerdings wieder bequem machen. Habe mich erstmal hingesetzt, habe eine Viertelstunde gedöst. Müde ist man zu so einem Zeitpunkt ja sowieso ständig. Also mal hinsetzen und mal ausruhen tut eh gut. Hab dann langsam und gemächlich angefangen, meinen Reifen zu flicken, was dann die Hausherrin auf den Plan rief, die dann sich nach meinem Befinden erkundigten und was ich denn da machen würde. Ich habe gesagt, ich würde hier nur mal meinen Reifen flicken und ein bisschen Pause machen, dann wäre ich wieder weg. Und ob sie mir helfen könnten und so. Und da habe ich dann angefangen rumzutelefonieren, denn mir ging mein Material aus. Also ich hatte noch ein Flicken und einen Schlauch, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Aus der Erfahrung des Tages hinaus hätte das jetzt für die nächsten 30 Kilometer gereicht. Ja, weshalb ich anfing zu telefonieren, ob ich irgendwo Reifen kriegen würde. Also ich war ja gar nicht mit 650B unterwegs, ich doof, Mann. Ich war auf 559, also 26 Zoll. 26 Zoll, noch besser. Ja, ich war aber mit demselben, quasi demselben Reifentyp unterwegs, mit dem Harald unterwegs war. Deswegen wurde ich gerade auf die falsche Fährte gelockt vorhin, tut mir leid. Also ich hatte 26 Zoll Felgen mit 42 mm Reifen, die allerdings wohl ein bisschen empfindlich waren. Andererseits gibt es halt auch Leute, die auch mit nicht so empfindlichen Reifen viele Platten gehabt haben. Sei es drum. Also Frank zum Beispiel, der hatte ja auch zwischendurch Mantel tauschen müssen und hatte ein paar Platten. Das hätte einem wohl nicht wirklich geschützt. Ist so persönliches Pech, sage ich mal. Jedenfalls habe ich dann versucht, einen 26-Zoll-Reifen in schmal zu bekommen.
das war völlig aussichtslos. Also ich habe da den ein oder anderen Radladen antelefoniert. Zwei haben dann auch noch in Lägern gesucht und geguckt, ob sie was hatten. Ich hätte ja sogar einen Marathon Plus genommen, wenn es nur irgendeinen gegeben hätte, der bei mir in den Hinterbau gepasst hätte. Denn vor dem nächsten Hinterradplatten hatte ich echt Schiss, weil ich war dann irgendwann in der Situation, ich hatte noch 500 Kilometer zu fahren. Also morgens hatte ich noch 500 Kilometer zu fahren und hatte im Zeitlimit noch irgendwie, mit Zeitlimit habe ich gar nicht gerechnet. Ich hatte mir eine Zeitgrenze gesetzt, zu der ich spätestens wieder in London sein wollte, um Rückreise und Ausruhen und so weiter für die Rückfahrt nicht zu gefährden. Und habe mir gedacht, okay, ich habe jetzt noch 24 Stunden und 500 Kilometer. Unter normalen Umständen ist das etwas, das kann man schon fahren. Jetzt ist aber scheiß Wetter und blöder Wind, dann kann man das vielleicht nicht fahren. Wenn jetzt in der nächsten Nacht wieder Regen kommt und ich dann, es wurde ja auch wieder zunehmend verkehrsreicher, man war ja wieder im zivilisierten Gebiet quasi, dann musst du nachts eine Zwangspause machen. Das sind 3 bis 4 Stunden, die dir da verloren gehen, wenn es wieder wirklich längere Zeit regnet. Und du rechnest mit alle 40 Kilometer einen Platten. Himmelfahrtskommando. Ja, am Arsch. Himmelfahrtskommando, ja, nennt man das wohl, ne? Ja, das hat mich wirklich, glaube ich, an der Stelle vielleicht ein bisschen zu fertig gemacht im Rückblick, aber man ist halt unterwegs, hat 1000 Kilometer in den Beinen und ich habe dann irgendwann bei einem der Radläden, der war im ersten Obergeschoss, der Mensch war sehr, sehr nett zu mir, der hat auch noch alle Läger durchsucht, war aber leider ein Triathlon-Spezialraden, der hatte dann noch einen 5,71er, aber sicherlich nichts mehr in 26 Zoll. Ich habe mir dann da noch ein Stück Kuchen gegessen, einen Kaffee getrunken, der auch richtig gut war und habe an der Stelle dort sitzend beim Kaffee entschieden, dass ich nicht nach London fahren werde. Auf dem Fahrrad? Jedenfalls nicht auf dem Fahrrad, genau. Da habe ich mir gedacht, nee, du guckst mal jetzt, wo die Stadt, die nächste Stadt ist, die noch einen Bahnanschluss hast, dass du da mit der Bahn zurückfährst, weil du hast... wenn es nachts regnet und deine Pannenserie hält, dann wird das ein ganz, ganz schlimmes Erlebnis. Ja, das ist eigentlich doof. Ich habe es im Nachhinein ein kleines bisschen bedauert. Ich habe mich nicht des Finishes wegen, sondern um der noch spannenden 400 Kilometer wegen. Ich hatte dann etwas über 1000 und oder knapp 1100, irgendwie so die Ecke und den Rest bin ich halt nicht mehr zu Ende gefahren. Ich bin dann noch ein bisschen da in Yorkshire rumgegondelt und bin schlussendlich nach Darlington gefahren und habe von dort aus, es gibt so eine Schnellzugverbindung, die hält nur ein paar Mal bis London. Und Darlington war eine Möglichkeit, da einen Zug zu erwischen. Und dann bin ich da hingefahren, habe dabei noch ein paar Mal beim Rumgondeln die Strecke gekreuzt, noch Leute getroffen und so. Das war ganz nett. Und wollte eigentlich in Darlington im Zweifelsfall noch übernachten und dann morgens mit dem Zug fahren. Und als ich aber am Bahnhof war und schaute, was so Sache wäre mit dem Zugfahrplan und wie das wirklich mit den Tickets funktionierte, da wurde ich online nicht so richtig draus schlau, wie das klappen sollte, fuhr in den nächsten 5 Minuten ein Zug. Dann haben die Leute mir ein Zugticket verkauft, jemanden rangeschafft, der mich zum Zug begleitet hat, der im Zweifelsfall auch noch den Zug aufgehalten hätte und hat das... so gerade eben das Rad in den Gepäckwagen gestellt, mich selber in ein anderes Abteil verfrachtet und war dann quasi am Donnerstagabend schon wieder in London. In Yorkshire hätte ich jemanden gekannt, der dir bestimmt noch einen 26 Zoll Schlauch hätte geben können. Ja. ich weiß, also im Nachhinein, es war vielleicht eine blöde Entscheidung, aber... Nein, das war keine blöde Entscheidung, das war eine Vernunftentscheidung und die sind meistens richtig. Nee, das war ja eine Bauchentscheidung. Eine Vernunftentscheidung kann man ja nur treffen, wenn man bei klarem Kopf ist. Ich bezweifle aber, dass man das auf so einer Strecke überhaupt noch ist. Der Richard. Denn ich muss mich auch bei dem Zeitvorrat verrechnet haben eigentlich nochmal. Also erklärbar ist das nicht. Rechnet man unterwegs doch so viel? Rechnet ihr nicht eben gar dauernd... Echt, du rechnest nicht unterwegs? Ich bin ständig irgendwelche Zahlen am Durchkauen. Ich auch. Deine Ausgaben meinst du? Genau. Die nicht vorhandenen. Nein, ich bin losgefahren. Exakt, überhaupt keine Ausgaben. ich hatte mir fest vorgenommen,
entweder es passt im Zeitlimit oder nicht. Ich fahre meinen Stiefel, schlafe, wann ich schlafen muss und fahre dann weiter. Das birgt das Risiko von Fehlentscheidungen. Ich wusste aber ganz genau, wenn ich mir irgendeinen Fahrplan mache oder unterwegs zu viel rechne, dann führt das ins Chaos. Das merke ich halt auch schon bei Strecken zwischen 400 und 600 Kilometern. Mit Marschtabelle ist das alles nichts. Ja, und das sind ja auch wenn man keine hat, braucht man nicht rechnen. Nee, ich habe ja keine, aber ich rechne trotzdem immer, weil ich irgendwas hin und her und in den letzten Zeit bin ich so und so viel und dann könnte ich noch das schaffen oder ist es noch bis da und dahin und das sind schon 2/3, 7/8, 24 Ach so, Elftel. Ja. Harald, ich glaube, wir sind im Kopf sehr ähnlich. Also es ist vollkommen sinnlos und es bringt nichts und doch, es bringt aber ich mache es trotzdem. Es ist Zeitvertreib. Ja, ich finde das gerade so angenehm zu fahren und nicht zu rechnen. Also man muss nicht ständig nachdenken. Man ist einfach nur sich selbst am nächsten. Das finde ich schön. Ja, es ist ja, ich betrachte das auch so als Zeitvertreib und als Gedankenspiel und die Zeit nutzen. Und das ist eine andere Form der Entspannung. Ne? Das ist wahrscheinlich genauso, wie der eine auf den Strand gucken kann, während der andere daneben sein Kreuzworträtsel lösen muss. Du hast vorhin mal kurz gefragt, wie wir gefahren sind. Und wir sind ja alle mit dem Garmin gefragt. Ja. Und da ist mir eingefallen, unterwegs habe ich jemanden kennengelernt, ein, zwei Leute, die sind mit dem Roadbook gefahren. Ach, da habe ich mir ernsthaft mal die Frage gestellt, da musste ich auch mal überlegen, würde ich das fahren? Ich glaube, ich würde das ohne diese Technologie, GPS, nicht fahren wollen. Mit so einem Roadbook da ständig oder man müsste vielleicht mehr üben. Ich finde das gerade so angenehm. Ich denke nicht nach, gucke auf diese Kiste, zeigt mir an, wo ich langfahren muss und los geht's. Ich gucke nur links und rechts, ob es schön ist. Obwohl ich spannenderweise die beiden Schläge in Schottland, also Nordengland bis Edinburgh und Edinburgh wieder zurück bis England, das fand ich tatsächlich, hätte man mit Roadbook fahren können. Weil es ging ja quasi immer an Abzweigungen, die logische Abzweigung entlang. Außer in der Stadt halt eben, da nicht. Aber ja. Das fand ich, das hätte ich mir echt auch mit Roadbook zugetraut. Aber ansonsten bin ich da ganz bei dir. Ich könnte das mit Roadbook nicht. Das ich verfahre mich ja auch, schon ja. Mit Garmin, muss ich ja schon manchmal gucken, wo ich hinfahre. Ja, wobei, unterwegs war doch einmal auch der Track weg auf der Rückreise. Genau, auf der Rückreise war ab der Brücke in Hull, war dann irgendwie für 50, 60 Kilometer war der Track kaputt, der vorbereitete. Da war aber die Organisation wieder top. Das heißt, die haben das ganz schnell auch selber bemerkt und haben dann die Strecke noch mit Schildern ausgeschildert. Da war der Track. Also das Der war hin. Da hatte ich fehlgeleitet. Also, so jetzt ich bin nach meinem Hin-Track gefahren. Jetzt ich habe einfach meinen Hin-Track geladen ja, und den Rückwärts gefahren. Genau, das war Plan B. Ja, genau. Jetzt stell dir mal vor, du wärst nachts mit kaputten Schläuchen oder nur noch mit einem Flicken, der anderen Schlauch jetzt auch schon zerrissen, im Regen dann noch auf den kaputten Track gestoßen. Also dagegen hatte ich mich abgesichert. Okay. Ich hatte die Tracks in ungefähr 5 unterschiedlichen Varianten dabei. Okay. Aus unterschiedlichen Quellen. mit russischen und amerikanischen Satelliten abgeglichen. Nein, es gab einen Alternativtrack von jemandem, der das in Ride with GPS nochmal minutiös nachgebaut hat, den Originaltrack. Okay. Und der wird ja zumindest GPS- und trackmäßig nicht kaputt gewesen sein. Ja, das denke ich auch nicht. Nee. Das war auch eigentlich mein primärer Ahnung. Track, den ich gefahren bin. Der entsprach dem streckenmäßig dem originalen Track, war aber technisch anders aufbereitet. London angekommen. Was waren so die ersten Sachen, die euch beiden, Frank und Harald, so durch den Kopf gegangen? Also ist das so ein euphorisches Hippie-Pura, wie man das sonst vielleicht kennt? Oder war es eher so ein, jo, jetzt haben wir es auch hinter uns? Ja, genau so. Zweiteres. Ja. Also ich kam leider sehr, sehr, also ich bin nachts das letzte Stück gefahren. Ich kam früh um 4 und 5, glaube ich, an. Da ist natürlich kein Empfangskommando da oder sowas. Nee. Ne? Du kommst halt an, sitzen welche am Schalter total übermüdet. Glückwunsch. Ja, Tag. Also, ja. Ist nicht gerade wie bei der Tour de France. Ne? Ich brauchte jetzt nicht die Arme hochreißen oder so, hätte keiner gesehen. Ich glaube, in dem Moment weiß ich noch, also ich war sehr, schon einen Kilometer vorher, weißt du ja, jetzt hast du es gleich. Und dann kommt dieser innere Adrenalinschub, Tränen drücken und so, freut man sich schon. Ja. Aber am meisten war ich, glaube ich, froh, dass endlich der Gegenwind vorbei war. Der war ja da so schlimm.
Ich weiß nicht, wenn man die, ich weiß, bei Harald war es glaube ich auch so, zum Ende hin hast du ja die Beine angehalten, da ist das Fahrrad ja sofort stehen geblieben. Ja. Das war so die Erleichterung in London erstmal. Okay. Und erstaunlicherweise, was ich sehr schön fand, ich hatte keinen Hass auf Radfahren oder so. Also es war so, ja, morgen können wir wieder fahren vielleicht. Erstmal ausruhen, aber fahren. Ich hätte gedacht, jetzt willst du bestimmt erstmal wochenlang kein Fahrrad fahren. Der Hintern, hätte der auch am nächsten Tag Fahrradfahren wieder mitgemacht? Na, der hat sich mittlerweile, also war, ich hatte wie gesagt Schmerzen und war auch wund, aber ging immer wieder, immer wieder. Okay. Das habe ich aber schon gelernt bei meiner Eingehtour, diesen 500er von der Ostsee. Ich habe nach 200 Kilometern gedacht, ich komme in meinem Leben nie so nach Hause. Mir tut so der Hintern weh. Tja, und irgendwann waren die 500 Kilometer rum. Okay. Harald, wie war deine Zieldurchfahrt? War die Familie da? Ja, bei mir war es so, ich war abends um 7 Uhr oder so, irgendwann bin ich ins Ziel gekommen. Da war dann halt schon noch ein bisschen mehr Betrieb und Tageslicht. Das macht es natürlich ein bisschen anders. Ja, ich glaube, Frau und Tochter waren dann irgendwie da. Die Jungs hatten, glaube ich, keinen Bock mehr, weil die haben mich ein bisschen früher erwartet gehabt. Scheiße, Papa ist zu spät. Naja, nicht genervt, aber halt hatten dann jetzt keine Lust, nochmal da irgendwie rumzugammeln. Irgendwie, die haben wohl den Tag über einige Stunden da auch an der Schule verbracht und hatten eben immer die Hoffnung, ich würde jetzt bald mal auftauchen. Hat sich dann halt irgendwie ein bisschen zerschlagen. Naja, auf jeden Fall, das war halt ganz schön, die dann eben auch gleich aber trotzdem wieder da zu haben. Am Ende ist es aber trotzdem eine ziemlich nüchterne Geschichte. Also da bist du dann halt irgendwie dabei, deine Sachen zu sortieren und zu gucken, was ist wo, wie geht's jetzt weiter. Man ist nicht schlagkaputt, das fand ich eigentlich ein bisschen so überraschend. Also es ist nicht so, dass man sofort da sagt, wo ist die nächste Ecke, ich muss jetzt hier schlafen und will gar nichts mehr tun, sondern da ist immer noch genügend Aufregung und Adrenalin dabei, dass man auch noch irgendwie locker da irgendwie alles geregelt kriegt. Also ich weiß, Frank war dann irgendwann auch noch irgendwie da, der hatte mich dann noch stand irgendwie da im Ziel. Stand neben deiner Frau. Okay, gut. Frank war da. Also guck mal, aber ich erinnere mich immerhin an deine Anwesenheit. Genau. Harald überlegt seitdem, wer war der Typ neben meiner Frau? Nee, Frank ist ja so unscheinbar, dass ich den ja gar nicht wahrgenommen habe. genau. So rum, ja. Nein, also. Aber auf jeden Fall, ich hätte auch nicht geschlafen und gar nichts. Ja, man ist irgendwie, ich weiß auch nicht, geht weiter. Krass. So. Also. Ich hatte dann noch das ein bisschen Glück. Bei mir ging es noch relativ reibungslos. Es war eine professionelle Fotografin vor Ort, hat noch irgendwie nette Bilder irgendwie gemacht von einem, für die man dann noch viel Geld gezahlt hat. Hinterher habe ich dann eben auch noch ein bisschen Geld gelassen für die ganze Aktion. Nö, aber ansonsten, also es ist relativ unspektakulär, dieses Ziel. Du kommst da rein, gibst deine Privatkarte ab, kriegst deine Medaille in die Hand gedrückt und ja, dann bist du im Grunde genommen dir selber überlassen, kannst da eben rumwuseln oder auch nicht. Und ich weiß nicht, halbe Stunde später oder so waren dann auch rüber zum Campingplatz. Und dann war das Thema quasi auch schon eine Geschichte. Ich weiß gar nicht, sind wir am nächsten Tag? Nö, wir sind, haben am nächsten Tag, glaube ich, dann unsere Sachen gepackt und sind irgendwie in Urlaub gefahren. Gab es sowas bei euch wie eine, ich habe es in einem Dokument, Post-Race-Depression. So nach dem Motto, jetzt hat man sich so lange drauf gefreut, jetzt hat man sich vielleicht so lange drauf vorbereitet, so ein Loch, in das man gefallen ist oder einfach so nach dem Motto, ja, schön. Haben wir jetzt, können wir jetzt abhaken? Haben wir gemacht? Wann kommt das nächste? Oder? Ja. Also so ist es bei mir. Also danach ging es halt weiter. Ich hatte den Fall, dass es halt ja gleich mit Urlaub auch noch irgendwie genügend weitere Abwechslung und Unterhaltung gab. Und radtechnisch habe ich jetzt kein Loch danach empfunden, nee, weil. Du fährst weiter einfach. Das, genau. Also jetzt so im Anschluss, wenn ich dann noch gucke, was da im ich habe Anfang August das Ding beendet und dann bin ich irgendwie im Urlaub gewesen und dann kam noch da mal 100 Kilometer, dann bin ich Ende des Monats einen 400er gefahren. Nö, alles gut. Es rollt einfach weiter. Wie sieht es bei euch anderen aus, bei Andreas? Bei mir war es nicht so super. Also erstmal hatte ich ja noch eine Schlussetappe. Ich kam ja mit dem Zug in London an und die adrenalingetriebenste Etappe, die ich dann hatte, war die Fahrt durchs dunkle London. Mit dem Liegerad über diese 27-spurigen Straßen im Linksverkehr auf Busspuren und dergleichen. Das war sehr, sehr spannend.
Und ich habe mich, ich wollte mich irgendwie ein, zwei Wochen es ein bisschen langsamer gehen lassen nach der Belastung, habe ich auch gemacht. Bin dann unglücklicherweise danach erstmal krank geworden und seitdem trümmere ich so vor mich hin. Also so richtig in Langstreckenform bin ich irgendwie noch nicht wirklich wieder. Die Lust ist da, aber irgendwas habe ich einen Wurm. Wenn die Motivation da ist, das ist ja schon mal der Schlüssel zu allem, ne? Also wenn dann, ich sag mir mal, wenn Motivation, dann kommt doch Zeit oder kommt die Gesundheit oder so, dann kommt das alles andere wieder, alles zu seiner Zeit. Aber ich fand es ein absolut einschneidendes und super tolles Erlebnis. Finish her. Ich weiß, dass ich da in der Gegend auf jeden Fall nochmal Rad fahren muss. Gerade Nordengland und Schottland sind wirklich, fand ich unbeschreiblich. Fand ich wirklich toll. Ja, sauschön da. Und ich weiß auch, Langstrecke bleibt auch weiter mein Ding, trotz der etwas unerquicklichen Erlebnisse. Ich muss nur halt eben schauen, wie ich mit meiner Nacht- und Regensicht umgehe. Da bin ich echt nochmal gespannt, wie das weitergeht, weil das ist natürlich schon etwas, was sehr, sehr hinderlich ist. Und ich kannte das bis dato halt nicht. Bist du Brillenträger, also musst du die Brille tragen? Ja, ich muss die Brille tragen. Es hilft dann natürlich gelegentlich, wenn man die Brille einfach abnimmt, dann hat man weniger Reflexe. Wenn es aber stark regnet und man mit dem Rad fährt, ist das natürlich auch ohne Brille nicht so super toll, ne? Ja, ja, klar. Nee, ich hätte jetzt so eine Kontaktlinsen vielleicht gedacht, irgendwie, dass man so das umgehen kann. Oder ansonsten einfach nur Nahe Osten, ne? Keine Regenzeit, kein Regen, einfach dann fahren. Ne, irgendwie so ja, ja, den Regen vermeiden. Kann man sich ja nicht immer aussuchen. Nee, natürlich nicht. Frank, wie war das bei dir in der Post-Race-Depression? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Also ich bin eh nicht so, mache keine Massen von Langstrecken so, auch zeitgetrieben. Aber ich hatte einfach Lust auf Radfahren, alles war, ich habe mich drauf gefreut, es hat alles so passiert, wie es passieren sollte. Mhm. Also ich habe das einfach als sehr schöne Erinnerung mitgenommen und kann das nur bestätigen. Die Leute waren nett, die ganze Umgebung war schön, das würde ich sofort wieder machen. Also einfach schön. Natürlich ist es anstrengend, aber das weiß ich vorher, ja. Damit hast du meine fast letzte Frage vorweggenommen. Startet ihr 2021 wieder? Oh, ich muss sagen, bei mir war das ja so ein bisschen so ein Schlüsselerlebnis, ne? Also das war so das Erste, was auf diese Dimension passiert ist. Und daraufhin habe ich angefangen, mal mich ein bisschen zu belesen. Da draußen gibt es noch so viele schöne Rennen. Ich weiß nicht, ob ich dabei Lell unbedingt mitfahren will. Wenn es sich ergibt, okay, wenn nicht, auch gut. Mhm. Aber ich habe so viele andere schöne Rennen gefunden, wo ich sage, da müsste ich eigentlich mal mitfahren. Oder nicht Rennen, sind es ja nicht. Sondern solche Veranstaltungen, wo ich einfach einen schönen Track kriege, den ich abfahren darf. Sag mal so zwei, drei, die dir spontan... Also dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, will ich die Trigema fahren. Die wurde mir halt von den Belgiern empfohlen. Das ist in Frankreich ein Tausender, der hat allerdings wesentlich mehr Höhenmeter, soll aber landschaftlich mindestens genauso schön sein, den gucke ich mir mal an. Mhm. Und danach habe ich auf der Wunschliste, das habe ich dann aber abgesagt, nachdem ich jetzt in Frankreich zugesagt habe, Irland, diese ja. Fahrradhälfte. Die Küste entlang. Genau, die Küste entlang. Mhm. Transatlantic was Way. Sehr schön ist, ja. Ich würde auch gern, ja, also was ich noch fahren würde, wäre eben kontinental, einmal durch, aber das ist ein anderes Zeitfenster und mal gucken. Ich glaube, halt der Nachteil dort, du musst die Strecke ja selber planen. Das fand ich eigentlich eine sehr schöne Geschichte in England. Da gibt es, glaube ich, auch genug Austausch, dass man da vielleicht sich irgendwo dranhängen kann. Kann ich mir gut vorstellen. Du machst es dann halt mit, ja, das gehört dazu. Ach, halt, aber das ist nur so, wahrscheinlich nur ein Bruchteil von dem, was es gibt. Ja, ja, ja klar. Es gibt ja viele große Tausender, 1200er, also mehr als man denkt. Nicht alle sind logistisch so einfach wie jetzt Lell oder Paris-Brest-Paris. Es gibt aber ganz tolle, viele Langstreckenveranstaltungen. Ich fände aber trotz alledem 21, wenn es geht, ich habe ja noch eine Rechnung offen, als nächstes, wenn alles gut geht, wenn es Termin nicht klappt, beruflich und gesundheitlich, was man ja immer so alles dazu sagen muss, fände ich halt PBP 2019 steht definitiv im Moment auf der To-Ride-Liste. Mhm. Da muss man halt mal schauen. Mich würde das reizen, PBP eventuell mit dem Velomobil zu fahren. Da hadere ich noch ein bisschen mit mir selbst. Aber Zwischenfrage, aber da muss man sich qualifizieren. Das ist nicht so unkompliziert wie England, ne? Ja. Na, man muss sich qualifizieren. Ja, du musst eine Brevet-Serie fahren. 200, 300, 400, 600. In dem Jahr, in dem Veranstaltungsjahr, um es fahren zu dürfen.
Das ist ja eigentlich kein Hindernisgrund, weil du musst das fahren können. Es ist ein Zeitmanagementgrund. Ja, das Zeitmanagement. Ist, auf jeden Fall. Beruf, ich kenne halt Leute, denen sind 400er Termine geplatzt wegen Krankheit und das war's dann, ne? Wenn du dann beruflich keinen anderen 400er mehr fahren kannst und da total, das ist dann schade, ne? Das ist schon so. Das ist genau der Punkt, warum ich mit Paris-Brest-Paris immer noch ziemlich hadere. Ich mag, ich finde es eigentlich vollkommen legitim zu sagen, bereitet euch vor, macht dieses und jenes, was mich aber nervt, dieser organisatorische Aufwand drumherum. Ich finde es halt irgendwie immer noch arg seltsam, dass mir irgendjemand am Ende unterschreiben muss, ich wäre irgendwas gefahren. Das fand ich halt bei London, Edinburgh, London immer noch fantastisch. Besorg dir einen Startplatz, bezahle die Startgebühr und für den Rest, das ist dein Ding, kümmere dich darum. Das heißt, wir hatten halt, wie beschrieben, irgendwelche Leute, bei denen man das Gefühl hat, was machen die da, wissen die überhaupt, worauf sie sich eingelassen haben. Das, die Fälle gibt es auch, aber der Großteil der Leute ist halt selber in der Lage zu entscheiden, wie bereite ich mich vor, was mache ich, was erachte ich für mich zu welchem Zeitpunkt als wichtig. Und ich muss nicht irgendwelche Terminvorgaben und irgendwelche Streckenvorgaben und irgendwas von irgendjemandem mitmachen. Genau. Also das ist eben für mich ein wesentlicher Unterschied bei den Veranstaltungen und das ist, könnte für mich immer noch der Knackpunkt sein, warum ich zum Beispiel niemals in Paris am Start stehen werde. Einerseits, andererseits finde ich ein gewisses, also wenn du nun, ich weiß nicht, ist Paris bis Paris ist doch mit an sich halt ganz Wahrscheinlichkeit immer ausverkauft, oder? Also aus oder ausgebucht, oder? Ja, und in der derzeitigen Situation, wo Langstreckenfahrten irgendwie zunehmend an Zuspruch gewinnen, das wird ja nicht weniger, was da im Moment ist, genau. Wird das nicht einfacher werden. Und wenn man sich dann überlegt, dass man ein Kriterium aussuchen möchte oder ein Kriterium aussucht, nachdem man auswählt, dann erscheint mir das zumindest ein einigermaßen nachvollziehbares, wobei ich nicht nachvollziehen kann, dass es, also weißt du, dann sonst einfach sagen, einmal ein 600er oder sonst irgendwas, ne? Das, ich glaube, man muss das aus der Brevet-Tradition betrachten. Es gibt halt das Bestehen der Brevet-Serie. Also diese Abfolge von 200, 300, 400, 600 ist halt die klassische Brevet-Serie. Und damit qualifiziert man sich dafür, halt eben auch die 1200 zu fahren. Gerade bei beschränkter Teilnehmerzahl. Also ich kann das schon nachvollziehen, auch aus der Tradition heraus. Aber man muss natürlich auch im Auge behalten, diese Veranstaltungen wie Paris, Brest-Paris und Lille, genau diese beiden, sind sicherlich die am weitesten weg vom ursprünglichen Brevet-Gedanken sind. Ja, eben. Weil sie full-blown Veranstaltungen geworden sind. Also mit diesem ganzen All-Inclusive-Programm drumherum, auch wenn die Bezahlverfahren bei beiden anders sind. Bei Lell musste man sich glücklicherweise an den Kontrollen um nichts kümmern. Man konnte zum Essen gehen, alles fertig. Das fand ich super toll. Aber es ist halt was anderes. Ein 600er Brevet in der passenden Landschaft mit passendem Wetter kann deutlich schwieriger sein als diese 1400 Kilometer Lell. Und in Frankreich musst du dich immer an den Kontrollen, das sind 5.500 Leute, die auf der Strecke sind und du musst alles bezahlen. Ich weiß noch nicht, ob ich, also Harald hat dieses Problem mit der Qualifikation, die würde mir nicht so viel ausmachen im Kopf jetzt. Ich weiß nur nicht, ob ich mit so einer Veranstaltung klarkomme, wo ich dann an den Kontrollen noch in Schlangen stehen muss, um mein Essen zu bezahlen oder solche Sachen. Ich weiß nicht, ob ich das will, weil es halt noch so viele andere Veranstaltungen gibt. Jetzt zum Beispiel dieses Jahr ist, ich weiß gar nicht, in welchem Rhythmus das stattfindet, Merselo Verona. Kleines Starterfeld, 1200 Kilometer. Einmal über die Alpen. Mhm. Was ist daran, ist doch genauso geil. Ja, klar. Ich weiß halt nicht, ob ich mit 5.500 Menschen dieselbe Strecke fahren muss. Ich glaube halt, dass das Paris-Brest-Paris so ein bisschen der Nimbus ist. Ich meine, es gibt wahrscheinlich für Bergsteiger, Frank, du wirst da besser Bescheid wissen als ich, 100.000 Berge, die schöner sind, als den Mount Everest zu besteigen, aber trotzdem läuft Lissin und Presin auf dem Mount Everest, weil es der höchste Berg ist. Ich glaube, das kann man vielleicht miteinander vergleichen. Paris-Brest-Paris ist ja halt das Bekannteste. Bekanntheit, die Popularität ist auf jeden Fall ein Punkt. Ja. Ne? Und ob das sinnig ist oder ob das
schlüssig ist. Wenn das, bei mir ging das so, weil Harald das auch mal angesprochen hat, wenn man da einfach mitfahren könnte, wäre vielleicht die Hemmschwelle für mich niedriger. Aber so hier, gerade hier in den neuen Bundesländern, muss man sagen, sind Privés sehr rar gesät. Man muss halt irgendwo anreisen, sich kümmern. Ich weiß nicht, ob ich das will. Ja, wenn ich das am Ende da unbedingt mitfahren will, dann besorge ich mir halt auch die. Die haben halt diese Regel aufgestellt und basta. Ob die gut oder schlecht ist, will ich mir gar nicht anmaßen zu beurteilen. Aber ich habe durch das Suchen im Netz oder durch Leute, die man halt darüber kennenlernt, so wie jetzt Harald und Andreas, es gibt so viele tolle Sachen da draußen. Ich glaube, da gibt's noch, ich habe noch eine Menge zu tun. Das ist eigentlich, also wenn ich nicht noch gefragt hätte, was habe ich vergessen zu fragen oder was möchte ich noch erzählen, würde ich das fast als das schönste Schlusswort, was man haben kann, ansehen, oder? Gut. Lass es uns also genau auf jeden Fall dabei Motivation. Belassen. Drei Stunden. Also, das war dann das Schlusswort. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken. Ich hoffe insgeheim, dass das nicht das letzte Mal ist, dass wir uns entweder zu fünft oder dass der ein oder andere von seinem Erlebnis spricht. Wie kriege ich den Satz jetzt zu Ende? Abbruch. Also, ich hoffe, dass wir uns nicht das letzte Mal so gesprochen haben im Rahmen dieser Sendung, sondern dass der ein oder andere sich von euch nochmal meldet, weil er etwas Tolles erlebt hat oder was Tolles gemacht hat oder ihr zu dritt nochmal was Tolles gemacht habt, mehr oder minder auf der gleichen Strecke. Frank, Harald, Andreas, vielen herzlichen Dank dafür. Christian, bist du noch wach? Ja, ich bin wach. Du hast alles notiert, ne? Du hast alles notiert, dass du ich die genau. Shownotes, ja, gut. Nein, Protokoll reiche ich gleich an. Ich musste auch gar nicht auf Toilette während der Sendung. Sonst wärst du ja als Backup ja auch immer da gewesen, aber war gar nicht nötig. Dafür habe ich umso mehr getrunken. Habe ich noch irgendeine Frage vergessen eigentlich, Christian? Ruf mich mal zu Raison oder so. Was nee, alles? Wir haben alles Wesentliche abgeklopft. Danke. Gut, ja, dann nochmal herzlichen Dank an euch drei. Ich hoffe, dass alle Hörer dieser sehr, meiner Meinung nach sehr schönen Folge Spaß hatten, euch zuzuhören. Wie gesagt, dass es nicht das letzte Mal ist. Und vor allen Dingen wünsche ich euch, Harald, eine Frage hätte ich jetzt noch. Die anderen beiden haben immer von ihren platten Reifen geredet. Hattest du auch einen Platten? Also ich hatte auch eine Panne. Ich habe, anderthalb Pannen. Ich habe einmal geflickt. Und hab dann beim zweiten Mal, weil der Flicken nicht hielt, den Schlauch gewechselt und das war's. Okay. Also, und das war auf dem Hinweg irgendwann im Trockenen, es war hell, war super. Bist du auf dem Rückweg einfach nochmal vorbeigefahren an der Stelle, um einfach zu gucken, ob noch alles da ist, weil es so schön war? Ich habe tatsächlich die Stelle irgendwie auch so, oh, guck mal, da war das mit der Pfanne. Also die habe ich auch wiedererkannt. Warum wundert mich das nicht? Warum wundert mich das nicht? Also ich hoffe, dass sich alle gut unterhalten gefühlt haben, etwas daraus gezogen haben und ich glaube, vielleicht ist bei dem einen oder anderen oder bei der einen oder anderen jetzt der Wunsch gereift, auch mal London, Edinburgh, London zu fahren. Das war jetzt schon das zweite Mal, dass wir darüber gesprochen haben und alle sind begeistert. Ich werde es trotzdem nicht machen, aber ihr vielleicht. Schönen Abend, schönen Tag, schönen Abend. Tschüss. Danke, tschüss in die Runde. Ciao.